Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Let's Discuss. Und zwar, ihr habt ja so fleißig das Timeline-Video, was ich alleine gemacht habe, habt ihr so fleißig angeklickt. Ja, ich hab's alleine gemacht, ich bin der Beste. Nein, aber ihr habt das Timeline-Video zu Zelda, habt ihr relativ gern gemocht und deshalb habe ich mir gedacht, ich schnappe mir den Greedo und wir machen zusammen eine kleine Diskussionsrunde über The Legend of Zelda. Also wir wollen alle Teile so ein bisschen was drüber erzählen, so was wir über die Teile empfinden, wie wir es finden. Und was wir vielleicht gut oder was wir vielleicht nicht so gut finden. Auch die Entwicklung von Zelda gehen wir vielleicht auch noch ein. Es wird eigentlich ein ziemlich buntes Intermezzo werden. Also wir sind jetzt nicht festgefahren, dass wir sagen, wir müssen das und das auf jeden Fall unter den Hut bringen. Es wird eigentlich nicht gestellt sein. Es wird halt einfach nur so aus dem Lameng raus. Irgendwie werden wir das schaffen, irgendwie alle Zelda-Spiele so ein bisschen zu be beleuchten, unseren Senf dazu zu geben. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Das hast du schön gesagt. Ja, ne? Ziemlich lange Einleitung. Ja, Aber durchaus. ja, selber Zelda Timeline. Was war denn so dein erstes Zelda oder dein erster Kontakt mit Zelda? Mein erster Kontakt mit Zelda. Ich muss sagen, früher Link to the Past war mein erstes Zelda, wenn ich nicht lügen darf. Doch. Ja, bei mir auch. Auch Legend of Zelda Link to the Past. Super Nintendo Zeit. Ja. NES-Zeit habe ich ja Also gar nicht erlebt. so. Ja, ich auch nicht so wirklich. Ist ja der dritte Teil, ne? Als der Super Nintendo rausgekommen ist, hatte ich noch gar keinen eigenen, aber meine Brüder hatten, oder mein einer Bruder hatte halt einen. Und dann habe ich halt immer zugeguckt, erstmal nur, wie der Link to the Past gespielt hat. Und war irgendwie so voll geflasht davon, wie der irgendwie durch irgendwelche gruseligen Dungeons gelaufen ist und gegen Bosse gekämpft hat und so. Ich dachte so, boah, Alter, das ist das coolste Spiel ever. Also hast du schon teilweise gespoilt, weil du deinem Bruder zugeguckt hast. Ja, könnte man schon sagen. Bei Und dann mir. später habe ich halt den Super Nintendo von ihm geerbt. Der hatte den echt nicht lange. Ich frage mich auch, warum der den abgegeben hat. Ich glaube, echt. Ja, vielleicht hat er nicht so eine Bindung gehabt, wie du es Nee. entwickelt hast durch Der hatte dann auch für kurze Auseinandersetzung. Zeit einen N64 und hat den dann auch mir gegeben. Das ist geil, ich musste mir nichts selbst kaufen. Ja, und als ich es dann selbst gespielt habe, wie du glaube ich Ja, auch, ich habe das Spiel überhaupt nicht ich auch gepeilt, bin die nicht. ganze Zeit nur in der Steppe rumgelaufen, Ja. habe irgendwie Büsche zerhackt und keine Ahnung was gemacht. Bis es dann, ich glaube darüber haben wir ja schon mal geredet, Ja, wir haben ein Des darauf können wir über vermerken, wir haben ein letztes Gast über die Kindheit genau allgemein gemacht, Spiele der Kindheit irgendwie. wie wir überhaupt mit der Materie Gaming in Kontakt gekommen sind. Das ist vielleicht auch interessant für euch, könnt ihr euch dann vielleicht in der Playlist mal angucken, anhören, muss man ja schon sagen. Ja, Link to the Past war auch mein erster Zelda-Teil. Ist krass, ne? Wir sind Mitte 20 und unser erster Teil war Link to the Past. Ja, das Problem ist ja, Ich fühle mich so jung jetzt ich gerade kannte nur irgendwie, eine ne? Person, die ein NES hatte und wir haben recht spät einen Super Nintendo bekommen und ich hatte vorher überhaupt keinen Kontakt dazu und ich wusste auch gar nicht, dass es andere Zelda-Spiele gibt. Und ich muss auch sagen, es hat mir am Anfang auch nicht so doll gefallen. Also ich habe das überhaupt nicht durchleuchtet. Ich habe nicht die Story durchleuchtet, wie du gesagt hast. Ich bin einfach nur rumgerannt. Ich habe echt stundenlang nur gekämpft. Ich habe nur gegen so drei Ritter gekämpft auf so einer Brücke, habe die mit Bogen abgeschossen. Ich fand das schon geil. Einfach nur Waffen Ja. auszurüsten und diese Waffen irgendwie einzusetzen. Ich habe auch die ganze Zeit diese Medaillons benutzt, obwohl man die ja selbst finden muss. Und so habe die Gegner eingeeist, mit dem Hammer kaputt gehauen und sowas. Ich muss auch sagen, irgendwie so als Kind hatte ich irgendwie mehr Bock, Secret of Mana zu spielen als Zelda, weil irgendwie, keine Ahnung, die Grafik so flashy war und so. Und erst als ich dann Link to the Past mal richtig begriffen habe, was man da machen muss, dass man so Tempel durchspielen muss mit Rätseln und so. Und dann halt am Ende immer ein Boss kommt und so. Als ich das alles verstanden habe, wie das geht und so, dann Ja, fand ich es erst richtig geil. das hat bei mir auch ziemlich lange gedauert, wo ich das Ja. durchgespielt habe. Ich glaube, es ist gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe. Nee, auf jeden Fall. Auch das ganze flashy bunte, was du gesagt hast von Secret of Mana. Link to the Past ist ja einigermaßen auch bunt, finde ich. Also die ganze Lichtwelt sieht ja sehr bunt Ja. aus und sehr einladend. Also Wobei sie hat es nicht geht, so es ein. sind alles irgendwie so Naturtöne mehr. Ja, Also wenn das. du dir Ja, es. Secret of Mana anguckst, das ist ja echt Ja, es. knallbunt Anime-mäßig. Ja, es ist kitschiger. Und Link to the Past hat schon so Herbstfarben, wobei das ist die Schattenwelt eigentlich eher. Ja, die Schattenwelt ist ja dann irgendwie Es sieht das. irgendwie natürlicher aus, meine ich. Aber ich finde das auch bei Dings, bei Link to the Past hast du schon gemerkt, dass es ein besonderes Spiel ist, weil es hat irgendwie echt schon diese Atmosphäre aufgebaut, die jetzt zum Beispiel in Secret of Mana nicht unbedingt durch Ja. die Atmosphäre des Spiels hat, also nicht durch die Naja. Umgebungen, weil da sieht halt alles flashig aus, du rennst durch einen Dungeon, quasi sieht Ja, aus wie ein genau. Wald, aber es sieht Ist halt halt so alles gleich aus. Arcade-mäßig, du Genau. verprügelst einen Gegner nach dem anderen und stuff. Bei Zelda hast du ja echt relativ schnell gemerkt, das erste Mal, wo du dann irgendwie in der Schattenwelt bist oder so, wo du wechseln Ja. musst, dann merkst du ja echt, wie bedrohlich die Musik schon alleine ist, wie die ganzen Ja, Gegner ja. aussehen, wie die Pflanzen dann irgendwie auf einmal mutiert sind, auf dich zuspringen und das halt echt als so dunkel und Oder verkommen der aussieht. Wald, wo überall Ja. Skelette rumliegen und Nebel und das war schon echt.
Es hatte Hat ja, schon ein geiles Feeling. das hat ein richtig gutes Feeling und das habe ich dann auch immer irgendwie mit dem Spiel verbunden. Also dieses ganze düstere, mystische, was vielleicht auch bei den 3D so ein bisschen nicht wirklich verloren gegangen ist, aber es kommt ein bisschen anders rüber in 3D als jetzt dieses Ja, aber ich finde, Link's Ocarina Path. of Time fängt das auch ziemlich gut ein. Aber Ich ich finde finde, echt, Ocarina of Time ist vom Feeling her ja, voll ähnlich, weil na, ja. der Punkt, wo du in die Schattenwelt gehst und alles ist kaputt, das ist für mich echt fast das gleiche Wie Feeling, wie wenn du diese in der 7 Jahre Zukunft bist und das alt hast. kaputte Hyrule siehst Ja, nicht nur und Zombies rumlaufen. aber ich finde auch kein anderes 2D-Zelda, also wir reden jetzt aus dieser Vogelperspektive, aus der isometrischen Sicht, ich finde auch kein anderes Zelda ist jemals an den Qualitätsstandard rangekommen, an den Link to the Past, sei es von der Musik, Atmosphäre, Dungeons, bei alle anderen, die ganzen Gameboy-Teile von Zelda, wo kommen wir später noch drauf und so, die haben trotzdem nicht dieses Feeling vermittelt, weil Link to the Past hat etwas ganz Besonderes irgendwie, ich finde, das Spiel wirkt ein bisschen zeitlos. Es wirkt jetzt nicht so Asbach uralt, aber es hat halt so einen stimmigen Stil. Und das sieht man ja auch bei dem. Wir waren ja gerade noch auf der Gamescom, um da nochmal eine Referenz zu ziehen. Wir waren bei der Gamescom, haben das Link Between Two. Ich sag's mal falsch. A Link Between Worlds, und Link wir haben ja Between Worlds. dazu auch ein Gameplay-Video. Genau. Und da sieht es dann. Ich will nicht sagen, dass das Spiel dann schlechter aussieht als A Link to the Past, aber da ist der Stil halt schon ein bisschen abgegriffener oder so. Und man Ja, merkt, da dass ist es es halt schon so glatt so, ja, poliert, genau, ne? das ist Mit wieder so so bunt, ja, Wachsfiguren so bunt, quasi. komisch, glatt und so. Ich weiß nicht, wie die Schattenwelt jetzt großartig designt ist in dem Spiel, aber ich würde auch jetzt mich schon aus dem Fenster hängen und sagen, Link to the Past wird auf jeden Fall von der Atmosphäre besser sein. Von der Ja. Gestaltung her. Es war Und ich muss einfach. auch sagen, Link to the Past hat irgendwie so nachhaltig eigentlich den Style für Zelda erstmal festgelegt. Ja. Weil wenn du dir überlegst, es ist erstmal Zelda 1 rausgekommen Ja. und dann kam Zelda 2, was komplett anders war als Zelda 1. Und dann kam Zelda 3, also Link to the Past, was dann wieder den Stil vom ersten Teil genommen hat, aber halt Ja, es. aktualisiert hat, also halt dann 16-Bit und halt noch Story mit reingebracht hat und einfach total den geilen Style, irgendwie die Dungeons noch viel besser gemacht Ja, und so. man muss auch sagen, das ist auch eigentlich wegen der technischen Limitation, die du auf dem NES hattest. Du hattest halt wenig Farben, du hattest halt wenig Möglichkeiten, gute Sachen darzustellen. Und das ist halt mit der 16-Bit-Ära ist das halt gekommen. Es gab verschiedene Farben, sie konnten verschiedene große Bäume darstellen und so. Es wirkt halt alles viel stimmiger, weil die Grafik und die Leistung der Konsole viel besser war. Ja, sollen wir vielleicht erstmal über die NES-Teile noch reden? Können wir reden, ja. Also wir haben jetzt über den dritten Teil geredet, Link to the Past, erschien ursprünglich für den Super Nintendo 92, glaube ich, ist rausgekommen in Europa. Irgendwas mit Ist auch mit 90, einer, ist 91. auch ziemlich geil. Ich kann mich auch noch daran erinnern, es hat auch noch so eine riesige 91. World Map, die habe ich nicht aufgehangen, nein. Ich habe sie verloren, ich weiß nicht wo. Also sie ist einfach untergegangen bei mir zu Hause. Aber die hatte so eine Bei mir riesige auch. Ich habe auch aufschaltbare Map und die war geil. die ganzen Pappverpackungen und so von den Ich Spielen habe auch. ich alle Und heute würde nicht. ich mich so echt Ja. in den Arsch beißen, dass man die früher So ein einfach ver. Scheiß. Aber schon alleine, dass die nicht so wertig sind, was heißt wertig, aber allein, dass sie aus Pappe sind, ist ja viel Ja. vergänglicher, als wenn du heute eine Plastikhülle hast. Sie sind ja viel anfälliger. Aber zumindest die Manuals hätte man echt behalten können. Ja, ich habe sogar noch ein paar Manuals. Ja, ich habe auch von Majora's Mask irgendwie noch das Rumfliegen und von Donkey Kong Country müsste ich auch mal haben. Ich Okay, weiß noch nicht wo. wir fangen jetzt mit dem ersten Zelda-Teil an. Wir gehen aber gleich nochmal explizit ein bisschen auf den Link to the Past ein, weil wir können jetzt schon sagen, zu dem Aber ersten. überleg mal, 91 Link to the Ich Past, habe das ist 92 echt zu gesagt, ne? spät, ne? 91. Wieso zu spät? Das ist so spät, habe ich gesagt. Ja, es ist schon Ich einige frage mich, Zeit wann das in dazu. Japan rausgekommen ist. Aber ist auch egal. 5 Jahre, ne? Nach dem ersten. Ich glaube auf jeden Fall, dass es in Japan wahrscheinlich eher rausgekommen Ja, ist. natürlich. Ja, in Japan ist es eher durch So wahrscheinlich 2 Jahre rausgekommen. oder so. Ja. Ja, The Legend of Zelda, der erste NES. Teil. Wir haben es natürlich gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals durchgespielt habe. Ich nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es nicht durchgespielt habe. Nee, ich glaube ich auch nicht. Also ich habe einige Dungeons auf jeden Fall durchgespielt, aber keine Ahnung. Wenn die späteren Teile gespielt hat, bockt es einen dann auch nicht mehr so. Ja, das ist das Problem. Das Problem ist halt, es ist am Anfang an uns vorbeigegangen. Also es war nicht die Zeit, dass wir nicht gezwungen waren, aber es war nicht die Zeit, wo man nur das Spiel hatte und keine Vergleichsmöglichkeiten. Und wenn du heute einfach eine Collection irgendwie hast von Zelda und da ist dann der erste und zweite Teil Ja. drauf, oder du kaufst den Remake, nicht ein Remake, aber du kaufst das Spiel nochmal für den GBA, ist ja auch noch einmal erschienen, beide Spiele. Und wenn du es dann nochmal spielst, dann merkst du halt das Alter an und es ist halt knüppelschwierig. Du hast halt wenig, die Map zum Beispiel schon alleine ist ja nicht wirklich detailliert. Die Dungeon Map schon, aber die Oberwelt Map. Du musst ja echt rumirren von einem Dungeon zum Ja, anderen. Du weißt es nicht, gibt ja auch wohin keine musst. Map, die der irgendwie. Oder Es gibt gibt es eine oben Map? rechts in dem Eck gibt es immer einen grünen Punkt und der zeigt dir an, wo du gerade hingehst in welchem neuen Raum. Aber Ja. wirklich Ausschlussreißt ist das nicht, außer man zeichnet sich halt selber eine Karte für das Spiel. Aber The Legend of Zelda, der erste Teil,
Ich kann nicht viel zu sagen. Es sind Aber natürlich es einige Items darin vor, die kommen vor, die auch später da sind, wie Es gibt auch Bumerang-Bombe. irgendwie seltsame Items, die es später nicht mehr gibt. Zum Beispiel ein Floß, irgendwie womit du übers Wasser Ja, mal kannst. so ein Ne? Feld übers Wasser oder sowas, ne? Da gab es dann auch so voll die bizarren Sachen, dass du irgendwo mit dem Floß einfach ins Wasser reingehen musst und dann gibt es da irgendwie einen Geheimweg irgendwo hin und keine Ahnung was. Aber der erste Dungeon war auch so ein Baumstumpf, ne? Wie bei Ocarina of Time. Ja. Deko-baummäßig. Und es gab auch einen, der auf der Minimap aussah wie ein Hakenkreuz. Nein, 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 ja, der Dungeon von innen, der sah aus. Ja. Ja, Das doch. Layout der Räume des Ja. Dungeons. Und die Bosse haben sich irgendwie wiederholt, oder? Es kam Haben auf sie? jeden Fall dieses Pflanzending, das quasi Diesen aussieht wie diese Münder. Killer-Ranas aus den 3D-Spielen. So ähnlich sah das aus. Das kam, glaube ich, in mehreren Dungeons vor. Boah, ich Ich weiß weiß nicht. es auch nicht. Ich könnte es nicht detailliert sagen. Auf jeden Fall haben wir das Spiel so ein bisschen gespielt und es ist halt echt, es hat diese isometrische Sicht, die man noch bei den späteren Ja, ist so wie 2D-Teilen A Link hat to und the so. Past, ne? Es ist echt halt wie ein Vorgänger von Link to the Past. Ja, aber nur sehr, sehr limitiert, ne? Ja, sehr Also limitiert. Story quasi fast gar Und nicht. man kämpft zum Schluss gegen Ganon. Und ja, man stimmt, man sammelt, man kriegt immer am Ende von jedem Dungeon bekommt man So einen ein Triforce-Teil, ne? Triforce-Teil, ja, man muss, ich weiß nicht, wie Acht viele. Stück. Acht sind's? Glaub Glaub acht? schon, Okay, ist ne? ja Acht nicht so viel. Dungeons halt. Ja gut, geht. Hatte auch ein Passwortsystem, ne? Du kannst speichern durch Passwort. Also nicht durch Passwort, du hast eine Batterie drin, meine ich. Du konntest deinen Namen eingeben, das wurde dann gespeichert auf dem Modul. Ja, ich meine Also auch. kein Passwortsystem, sondern eine Nee, du Batterie. hast da echt Saves zum Ja, genau, Ausleihen auch. das war glaube ich damals für NES-Zeiten Das schon war cool. wahrscheinlich das erste Spiel, das das hatte sogar. Das weiß ich nicht. Ja, und Zelda 2 war dann ja irgendwie total anders. Kam auch ein Jahr danach raus, ne? Es war dann, glaube ich, echt total inspiriert von den ersten JRPGs, die so rauskamen. Irgendwie Final Fantasy oder so. Wenn du echt über so eine World Map läufst und dann kommen irgendwie random Encounters angerannt. Wie du zwar auf einer Map siehst, was in den meisten Spielen so nicht der Fall ist. Aber Ja, aber dann schaltet das Spiel ja um in ja, so wenn eine du dann, 2D-Sicht und dann musst wenn du die in dich so. reinlaufen, dann startet quasi wieder so ein. Ja, das ist auch komisch, dass die Levels dann irgendwie Sidescroller-mäßig waren, ne? Ja, Nicht aus der die isometrischen ganze Sicht. Oberwelt war von oben, so wie bei Zelda 1. Und dann, wenn man in Kampf kommt oder so, Oder oder in durch Dungeon Passages, wahrscheinlich. genau, dann schaltet das Spiel um in zweidimensionaler Sicht. Man musste sich dann halt mit einer grausamen Sprungsteuerung und Schlagsteuerung muss man sich echt quälen, weil. Das Spiel war auch echt. Ja, vor allem, du kriegst so ein Feedback, wenn du getroffen wirst, dass du nach hinten fliegst. Und es ist immer so, Ja. dass du in den Abgrund fliegst. Das ist Ja, klar. unfair bis zum. Und es kommen auch so unglückliche Sachen, wo irgendwie von drin vor. Ich habe da, glaube ich, mal so ein Video drüber gesehen, dass du an einer bestimmten Stelle Ja. einen Stein einsetzen musst oder so und du weißt das gar nicht, Ja, dann musst du so warten oder Castlevania so. Ja, 2-mäßig. genau. Dass du quasi gar nicht weißt, was das Spiel von dir will und, keine Ahnung, ohne Ja, Guides oder du oder musst so. einfach in einem Wald auf ein bestimmtes Feld laufen, was genauso aussieht wie alle anderen Und dann Waldfelder wirst und du da auf ist einmal, irgendwas. ja, also. Und vielleicht sagt dir irgendein Villager in irgendeiner Stadt irgendwas, was darauf hinweisen könnte, in etwa, aber du musst dann trotzdem noch ewig lang suchen, bis du das findest. Und später kommt noch das allergeilste, unsichtbare Gegner, die Ja, mit Sachen auf dich schießen. das war richtig abgefuckt. Du hast es ja so weit gespielt. Ich Ich habe dir ja habe das so weit zugeguckt. gespielt, aber dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, nicht wirklich gerage quittet, aber ich habe irgendwie eine Pause gemacht und es dann einfach nicht weitergespielt, weil es mich nicht genug interessiert hat. Ich glaube, die Hauptdungeons hatte ich so ziemlich alle durch. Ja, und der Final Boss, wenn wir das mal spoilen dürfen, ich denke mal bei so einem alten Spiel, ist Dark Link. Hallo? Ja, aber überleg Ah, mal, erste Dark Link. Appearance von Dark Link, das ist irgendwie auch witzig, dass er darin vorkommt. Aber auf jeden Fall. Und die einzig konsistente Art, ihn zu killen, die auch einfach ist, ist, sich ganz links in die Ecke zu hocken und die ganze Zeit einfach nur zu schlagen. Was ein Scheiß. Ne? Auf jeden Fall ein Wenn man das Spiel. nicht macht, killt er einen übelst um. Ich würde mal so sagen, echt, wenn ihr Zelda-Fans seid und ihr habt das Spiel nicht durchgespielt, ich glaube, ihr habt da nicht großartig viel verpasst. Ich will nichts Böses, aber Doch, es ey, ist. ich find's eigentlich echt lustig, sich das Spiel anzugucken, einfach. Ja, es ist lustig, es mir anzugucken, Um zu aber. sehen, wie anders es ist und dass sich die Leute echt gedacht haben, okay, das ist totale Scheiße, wir machen wieder das, was wir in Zelda 1 gemacht haben und verbessern das. Das ist aber eine gute Sache gewesen. Ja. Stell dir vor, die nächsten Zelda-Spiele wären genauso wie Zelda 2 gewesen. Das wäre ja grausam. Aber da haben sie Also es es ist halt wenigstens echt, erkannt. weil es gab bisher gab es da ja nur einen Teil von und deshalb hatte Zelda noch nicht eine wirklich gefestigte Existenz so. Ja, Man die wusste konnten noch mit dem nicht so Teil machen, was wirklich. sie wollen Ja, eben, eigentlich, dann um haben sie einen zweiten Teil auszuprobieren. rausgebracht, dachten sich, ja, probieren wir ein bisschen was anderes. Wussten quasi nur, ja, okay, es geht wieder um den gleichen Helden, also den Typ in grünen Klamotten und
Und es ist irgendwie Abenteuer- und Fantasy-mäßig so. Das war wahrscheinlich für die das, was Zelda ausgemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und dieses Ganze mit isometrischer Sicht und Dungeon-Design und so, das war noch nicht so gefestigt, dass sie irgendwie wissen, okay, das machen wir jetzt in jedem Teil so ähnlich. Ja, aber Und dadurch, heute. dass die es in Link to the Past dann halt quasi wiederholt haben, stand es dann so fest. Aber heute experimentieren ja teilweise immer noch mit den Teilen rum und bauen da irgendwelche Sachen rein, wo man echt dann später denkt, warum? Warum musste das sein? Oder es gibt halt immer Fragen. Aber sie ändern heute nichts mehr Extremes am Spieldesign. Also an dem Überleg Grundgerüst mal, wird nicht mehr so viel gemacht. Es kommen immer kleine Sachen dazu. damals gab es auch noch nicht sowas, dass du nochmal die ganze Welt abklappern musst und irgendeinen Scheiß suchen musst oder so, ne? Nö, das wird echt nur neuerdings reingebaut, um Wie, das Spiel oh, in Länge zu sammel ziehen. die Triforce-Fragmente oder oh, sammel irgendwelche komischen Hieroglyphen, um irgendeine Tür aufzumachen oder. Guter kumulanische Schriften. Ja, das meine ich ja. Also Zelda 1 und 2 können wir echt abhaken. Wir wollen da nicht so viel rüber quatschen. Ihr könnt das Spiel auch mal angucken und so. Sie sind auf jeden Fall schwierig. Zelda 1 ist auf jeden Fall viel besser als Zelda 2 aus meiner Sicht nach. Und Zelda 2 war irgendwie echt so ein kleiner Ausrutscher. Es ist kein Es Pest. ist nicht mal ein Es ist, schlechtes ja, das ist das Spiel. Problem. Ich kann nicht sagen, Es dass es ist schlecht faktisch ist. Es ist schwer, schwer, ja. manche Sachen sind einfach scheiße Ja, unlogisch, manche Sachen undurchsichtig. sind auch wirklich unfair. Ja. Und das ist dann so, das spielt dann halt nicht so das Design mit, leider. Wie gesagt, so ein Remake von dem Spiel wäre ziemlich lustig, aber das wäre natürlich auch Ja. Ressourcenverschwendung für Nintendo. Auch das mit dem Level-Up-System und so, das ist so komisch. Die Ja, Gegner hinterlassen ja Punkte es und ist, du kannst dann echt ja, aussuchen, ob du quasi Angriff erhöhst ein oder Herzen Leben. erhöhst. Du kannst auch als Fee rumschweben und so ein Mist, ne, im Ja, das ist ein Spiel. Zauber, den du Das ist bekommst. ganz strange. Also man kriegt da noch Kriegst du verschiedene auch einen Zauber. Zauber, womit du Feuer schießt und einen, mit dem du Blitze machen kannst. Müssen wir nichts mehr zu sagen, oder? Und einen, womit du höher springen kannst. Hey, aber Die Link hat da seine Stichattacke, Smash Bros. ne? Moves Ja, bekommen. diese Stich Schicht nach nach oben oben und und unten. unten, ja. Das ist schon krass. Ja. Ja, aber dann wurde es ja mit dem Super Nintendo, wurde ja zum Glück Zelda wieder in eine andere Ebene gehievt. Da, wo es auch hingehört. Mit der Link to the Past haben wir gerade am Anfang von geredet. Auf jeden Fall klasse Spiel, sollte jeder gespielt haben. So Meilenstein, würde ich sagen. Und es ist einfach sehr stimmig. Es hat geile Dungeons, es hat gute Rätsel, es hat eine gute Steuerung, es spielt sich flüssig, es ist abwechslungsreich, es hat zwei Welten, die ziemlich groß sind, die sich halt ein bisschen unterscheiden. Also sie sind jetzt nicht komplett anders, aber wie viel? 16 Dungeons? Nee, in der Hauptwelt Lichtwelt? gibt es ja nur drei. Ja, drei Dungeons, ja, und genau, die ganzen restlichen Dungeons sind in der Schattenwelt. Ja. Und das hat ja auch irgendwie so einen kleinen Plot-Twist irgendwie, weil du kämpfst ja die ganze Zeit gegen Arcanium und zum Schluss stellt sich raus, oh, Das darf ich wieder war spoilern? klar. Es war in Wirklichkeit Ganon! Oh, fuck! Nee, aber da, keine Ahnung, das Spiel ist liebevoll designt. Es gibt auch jetzt schon allein das Kakariko-Dorf und so. Früher fand ich das echt cool, weil du konntest echt rumrennen. In jedem Haus gab es irgendwas zu entdecken. Konntest irgendwie Wände einsprengen, Pötte Das Spiel ist auch hochheben. einfach verdammt Vollgestopft. mystisch, wenn du einfach Ja. die ganze Welt erkundest und Ja. dann findest du irgendwie einen Feenbrunnen und kannst da ein Item reinschmeißen, das dann abgegradet wird. Ich habe echt verdammt viel Zeit in dem Spiel verbracht, einfach nur rumzurennen und irgendwas, keine Ahnung, zu gucken. Einfach was es gibt, was ich vielleicht noch übersehen habe oder so. Ja, oder auch, dass du so. Es gibt ja optionale Items, die du finden kannst, wie den Eisstab. Oder gehörte der echt. Nee, den Ja, brauchte für man. den einen Boss, aber es gab diesen Umhang. Diesen, nee, wie heißt der Stab, der einem den Schutzschild So gibt? Nicht der Sumaria-Stab, der Burner-Stab. Burnerstab. Ja, der war optional. Aber dieser Umhang war auch optional, mit dem konnte man sich unsichtbar machen. Stimmt, der war auch optional, ja. Gab's auch, ja. Hey, es ist echt krass, Ja, wie einfach so. viel die in das Spiel reingepackt haben. Ja, es hat ein verdammt großes Inventar. Es gibt verdammt viele verschiedene Waffen. Also Bumerang, Enterhaken, Bomben, Die du ja dann auch noch Bogen, alle ab. aufpowern Ja. kannst. Dann kannst du sogar bessere Rüstungen bekommen, besseren Schild. Das einzige Schwierigkeitsgrad ist so eine Sache, ne? Also manche Sachen sind knackig und so, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel jetzt nicht wirklich schwierig. Ja, also vor allem die Kämpfe sind irgendwie ziemlich einfach, ne? Ja, es ist immer Prinzip A, macht das und das, schießt dann Aber Bogen das den ist. Endgegner ab und das war's Ja, halt. ich finde auch, das ist irgendwie Typisch. generell in Zelda Ja. so. Weil, keine Ahnung, in Ocarina of Time kann ich auch eigentlich keinen Boss wirklich töten. Nö. Also die sind alle irgendwie, ja,
du musst einfach nur kapieren, wie der Kampf Und funktioniert. das musst du dann Benutzt das wiederholen. Item so und so und dann wird der Boss verletzbar, dann haust du ein paar Mal drauf und wiederholst das dreimal, dann ist er Ja, die tot. Bosse sind halt wie so ein kleines Ja. Rätsel in sich, ne, was auch stimmig ist. Finde ich Was auch aber auch gut. cool ist, Ja ja. klar, ich finde es auch gut, aber das Spiel ist halt nicht auf, also Link to the Past ist nicht ausgelegt, dass man irgendwie echt cool, skillig, großartig fighten kann. Es ist halt eher Wobei so. Link's Awakening und die Oracle-Spiele teilweise schon Die assige sind, Sachen hatten, wo man ja, erst das gestorben ist. auf jeden Fall. Können wir jetzt eigentlich auch Link to the Past abschließen, oder? Es war auf jeden Fall bunt, es war Ich schön wollte gestaltet. vielleicht noch was dazu sagen, aber das kann ich bei Ocarina of Time auch noch, weil es damit was zu tun hat. Ah, gut, dann machen wir das so. Aber ja, dann Link's Awakening für Game Boy. Ja. Auch stranges Spiel irgendwie, weil Ja. irgendwie du strandest ja mit Link auf der Insel Kokolint und ja, dann spielst du quasi das ganze Spiel durch, hast überhaupt keinen Plan, was abgeht. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Bösewicht erstmal, ne? Nö. Gar nicht, es sind Die Eule, die einfach nur Eule, die führt irgendwelche. dich irgendwie von A nach B, ne? Ja, aber die ist ja eigentlich eher auf deiner Seite. Ja, Die gibt ich dir. meine auch nicht, dass sie bösewichtig ist, aber die ist halt so der rote Faden, der sich das Spiel durchzieht. Ja, es geht ja eigentlich nur darum, dieses Ei aufzuwecken mit den Instrumenten, die man benutzen Genau, in Dungeons. diese Instrumente muss man halt finden. Genau, richtig, das ist Und dann kämpft man gegen den Albtraum des Windfischs. Und dann stellt sich raus, dass das ganze Spiel quasi nur ein. Spoiler. Ja, wie gesagt, was soll man da noch spoilen bei einem Spiel, das Ja, 20 Jahre alt ich ist? hab auch das Original, die Originalfassung habe ich nie gespielt damals. Ich habe mir das DX habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, ich habe es zu Weihnachten bekommen. Und das habe ich dann Weihnachten durchgespielt und das war ziemlich cool. Weil ich hatte dann halt die Color-Version, da gab es noch einen extra Dungeon. Ich habe das Spiel echt verschlungen. Ich habe es andauernd, ich habe es Ey, echt. dieser Farbdungeon war auch richtig krass, ne? Ja, der war cool. Da gibt's ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das für ein Boss ist. Ich glaube, da gibt es ja sogar mehrere Bosse. Es gibt einen Zyklopen. Was war das andere? Es war irgendwie so formlos, dass es mir jetzt überhaupt nicht einfällt. Ich weiß es auch nicht mehr, was für Bosse war. Jedenfalls, die haben so einen extremen Damage gemacht. Die haben echt irgendwie 4 Herzen Damage, also ohne diese blaue Rüstung, 4 Herzen Damage Die gemacht, wenn blaue die dich Rüstung konntest du treffen. ja nicht normalerweise kriegen. Du kannst ja Stimmt, die nach dem kriegst du ja Dungeon da. kannst du dir eine rote oder eine blaue Rüstung ansuchen. Also entweder mehr Verteidigung haben oder mehr Damage dealen. Das war auch cool. Und wie gesagt, ich habe das Spiel echt gesuchtet. Ich habe es echt total gesucht. Ich habe Das Spiel war es auch in geil. ein, ich habe es glaube ich in 3 oder 4 Tagen habe ich es durchgespielt damals. Ich war noch relativ jung. Aber mir hat es echt sehr gefallen. Es hatte einen coolen Stil. Auch die Wüste und so, alles, was drin vorkommt, das ist auch massig groß für ein Gameboy-Spiel. Es ist echt massig groß. Es sind echt coole Bosse, auch große Bosse sind ja noch abgebildet. Es gibt ja diesen komischen Laternenfisch, der nichts kann, aber. Ja, oder dieser fette Geier, der immer einen Genau, Sturm der macht aber und der dich ist damit sogar animiert runterfegt. und sowas. Ne? Das ist schon krass auf dem Gameboy. Also, man hat irgendwie was Schlechteres erwartet, aber das Spiel ist echt Und man verrückt. hat dann eine Ocarina bekommen. Ja, Vor Ocarina of man Time. konnte damit 3 Lieder spielen. Obwohl, im Prinzip hat der Junge in Link to the Past ja auch eine Ocarina, ne? Ja, hat er. Damit kannst du ja diesen Vogel beschwören. Ja. Und damit schnell reisen. Das stimmt. Ja, irgendwie Ja, hat in sich Link's diese Oka. Awakening kriegst du ja mehrere Songs Gibt dafür. es nicht im ersten Zelt auch eine Flöte? Oder was im zweiten? Ne, im ersten gibt es, glaube ich, eine Flöte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die kann bei Zelda 1, aber ich glaube, es gab eine Flöte. Egal. Es gab auf jeden Fall in Zelda 2 auch eine, damit musste man ein Monster besänftigen, das irgendwo rumsteht. Bescheuert. Es stand einfach auf der World Map rum und du So hast gar nicht dagegen Deluxe-mäßig. gekämpft. Ja, so in dem Okay. Style. Ja. Ja, du hast ja irgendwie mehrere Songs bekommen. Du hast ja diesen Mumbas Mambo. Du konntest mit Von wem einer, war der überhaupt mit nochmal? einem, Von, auch von so einem Fisch war der, ne? ja, von dem Fisch, dann kannst du, glaube ich, teleportieren, ne? War das mit dem Song oder mit dem von dem Frosch? Ich weiß es nicht Nee, mehr. der Frosch war irgendwie, war eher so wie Salias Lied, dass du den irgendjemandem vorspielst und dann passiert was, ne? Ja, musst du mich ein Nilpferd runterschubsen ins Wasser oder sowas. Das hört sich so doof an, aber gibt es nicht von dem Tierdorf? Ist nicht vom Tierdorf irgendwie so ein Tier, was den Weg versperrt und dann fällt das runter? Durch irgendein Lied war das, glaube Ja. ich. Egal. Wahrscheinlich war es sich das Froschlied. Und dann gab es halt noch das Ja, den dieses Lied, was du Windfisch, die brauchst. Die, Windfischballade. genau. Die relativ schön ist, also hat auch einen guten Soundtrack, das Ja, Spiel. das ist auch geil, Sehr weil melodisch. du musst ja diese Windfischballade musst du vor dem Ei spielen, um quasi es aufzuwecken. Und du bekommst ja in jedem Dungeon bekommst du ein Instrument. Du kannst echt, wenn du nur ein paar Instrumente hast, noch nicht alle, kannst du da hingehen und Das das geht? spielen. Und dann ist Und die dann Demo hörst du komplett. mit den Instrumenten, die du schon hast, hörst du quasi die Musik. Boah, das ist aber cool Es kommt gemacht. immer, wenn du ein neues Instrument hast, kommt eins dazu. Das wusste ich nicht, weil ich ja natürlich Profi genug war, direkt mit allen Ja, klar. Instrumenten umzugehen. Nee, aber ein schönes Detail. Also hat auf jeden Fall gutes Spiel.
Die Dungeons waren auch abwechslungsreich, coole Bosse waren dabei. Der letzte Dungeon, der vorletzte Dungeon, glaube ich, war ziemlich nervig. Oder was der letzte? Wo Der die Säulen. vorletzte war doch dieser Teufelsturm mit dem Adler, Ja, oder? genau, den fand ich ziemlich nervig. Obwohl der Ja, Boss da cool war, aber musstest du es war mit dieser nervig. fetten Stahlkugel Ja. gegen irgendwelche Säulen werfen, Genau, ne? und das irgendwie über Räume verteilt. Über Bäume verteilt. Wobei die ganze Zeit natürlich diese Nüppel im Weg waren, die du mit dem Schalter hoch oder runterfahren kannst. Ja, und tausende Mumien und Skelette und das ganze Zeug. Der Wasser-Dungeon war cool mit diesem Skelett, das einfach Das, folgt. ja, Den das immer immer wieder wieder. als Genau, Miniboss und dann kommt. kriegst du den Enterhaken. Das war auch ziemlich lustig. Mit diesem komischen Wurmboss, der immer aus Löchern rausguckt, ne? Voll hässlich, ja. Das Spiel hat Du es. musst du mit dem Enterhaken rausziehen und kannst dann irgendwie auf seinen Körper in der Mitte hauen, ne? Auch eine coole Das, Mechanik. ja. Es hat echt gute Bosse und es ist auch gut inszeniert. Man musste auch gegen diesen Schildkröten-Dungeon, um in den reinzukommen, musste man erstmal außen gegen den Dungeon selbst quasi kämpfen, oder? War es nicht irgendwie so eine Schildkröte, die zum Leben erweckt und dann irgendwie Feuer auf einen spuckt oder so? War es nicht so, dass man das Spiegelschild dafür braucht, um da durchzukommen? Oder war das in Seasons? Vielleicht sollte man DX nochmal Ich durchspielen. habe ich hab sogar Schild. neulich noch gespielt, ey. Ja, dann müsstest du es doch Für wissen. 3DS. Ja, ich habe auch Oracle of Schande über dein Seasons habe Haupt. ich mehr gespielt als Link's Awakening, ne? Ist eigentlich ein. Seltsamerweise. Wir können auch direkt eine Überleitung machen zu Oracle of Seasons und Ages. Oder möchtest du noch was zu DX sagen? Nö. Also Link's Awakening, aber DX heißt halt der Remake für Game Boy Color. Auf jeden Fall würdiges Spiel, würde ich sagen. Für ein Gameboy-Spiel. Also es ist 93 rausgekommen. Ich weiß nicht, wann jetzt DX rauskam, aber 3 Jahre oder so später, 2 Jahre. Echt, 2001 kamen erst Seasons und Ages. Ja. Und auch unter einer anderen Was? Leitung. Das war dann ein Capcom-Spiel. Also es wurde Ja. von einem Capcom. Ah, ich fand die Teile auch richtig gut. Ja, können wir ja mit anfangen. Also wir reden jetzt direkt über Oracle of Seasons und Ages. Das kommt eigentlich viel später, weil dazwischen kam noch Ocarina of Time und Majora's Mask. Ja, aber die lassen wir einfach aus, weil die sind sowieso nicht Ja, die wichtig. sind unwichtig. Genauso wie Zelda 1 und 2, nein, Scherz. Nein, aber reden wir jetzt erstmal über Oracle of Seasons und Ages. Welchen findest du besser? Von den beiden Teilen. Ja, Seasons. ich auch. Ja, also Oracle of Seasons. Also sind beide gleichzeitig rausgekommen. Es ist echt so Pokémon-Style, irgendwie Ja, rote und blaue das hat mich auch voll Edition. verwirrt am Anfang. Ich dachte, das wären echt die gleichen Spiele irgendwie. Ja, ich habe immer diese Club Nintendo-Zeitschrift gelesen und da stand halt voll ausführlich, was die Unterschiede sind und dass es echt eigene Welten sind. Und ich finde es auch nach wie vor krass, weil es sind echt vollwertige Spiele, wie Ja. Link's Awakening auch. War zwei Stück, die einfach gleichzeitig Und rausgekommen die sind. komplett unterschiedlich sind. Ja, Die das haben ist komplett total andere weird. Bösewichte, komplett anderes System. Also Oracle of Seasons hat sich konzentriert, dass man die Auf Jahreszeiten Jahreszeiten, wie manipulieren der Name kann schon mit einem sagt. Stab. Ja, es gab diese unterirdische Welt, was ich auch viel geiler finde als bei Ages, aber Ja. langsam halt, also diese unterirdische Welt, Superosia, wo diese Superosianer wohnen, Alles so so kleine feuermäßiges. Kapuzenviecher, die so aussehen wie Jawas von Star Wars. Oder Jedenfalls, Shy Guys. irgendwie gab es da halt diesen Tempel der Jahreszeiten, der ist ja irgendwie aus der richtigen Welt abgesunken und quasi dann in Superosia gelandet. Genau. Ne, quasi zwischen den Dungeons musste dann immer da reingehen und dadurch, dass du halt irgendwelche Items aus den Dungeons hast, kommst du dann weiter und findest dann quasi eine neue Jahreszeit, die du dann Ja. mit deinem Stab der Jahreszeiten benutzen kannst. Aber es war nicht nervig in dem Spiel, es war Nö, gut das war geil. eingebunden. Weil wenn ich. Du kannst dann halt auf diese Baumstümpfe gehen, kannst diesen Stab benutzen und damit die Jahreszeit ändern. Und dadurch, dass du dann zum Beispiel Winter machst, gibt es irgendwo Schnee, der dann über Oder einen Abgrund Flüsse ist, dass du rüberlaufen gefrieren. kannst, ein Fluss Flüsse gefriert gefriert. oder trocknet aus im Sommer oder so. Ja, also sie haben echt diesen Jahreszeitenwechsel, auch den, du kriegst ja als erstes Winter oder so, ne? Kann das sein? Du kriegst auf jeden Fall als erstes nur eine einzige Jahreszeit, in der du wechseln kannst. Und dann haben die es echt aufgebaut. Also echt alle Rätsel, also die Wege zu den Dungeons sind schon so ein bisschen rätselbehaftet, dadurch, dass ihr wechseln müsst, die Jahreszeiten. Das hat einfach einen ganz guten Flow, das Spiel. Und ihr müsst dann halt auch immer in Ich finde auch die diese Idee einfach Unterwelt. viel geiler als von Ages. Dass du echt die Jahreszeiten beherrschst und dadurch die Spielewelt Es veränderst. sieht ja echt anders aus. Ja, Es hat und in echt Ages, klar, da signifikanten anderes änderst du Aussehen. quasi die Zeit. Kannst halt in der Vergangenheit und in der Gegenwart Aber was es kommt machen. eigentlich nicht so prägnant drüber, finde ich. Ja, und es ist halt Ich bin einfach verwirrt. Es nichts gibt drei Neues, weil das gab Zeiten es schon nur. in Ocarina of Time und im Prinzip in Link to the Past. Und vor allen Dingen, man kann es nicht überall machen bei Ages. Hätten sie es gemacht, dass sie überall machen können, wäre es noch eine andere Sache. Aber da haben die auch immer nur gefixte Punkte auf der World Map. Muss immer auch auf so einem Dingen stehen, Naja. so einer Plattform. Wie gesagt, Seasons auch kämpferisch, also vom spielerischen her auch sehr anspruchsvoll. Also das Ja, Spiel ist ey, ich nicht sag nur einfach. Schwert-Schildhöhle, ne? Ja.
Ätzend. Ich bin da so oft gestorben und der Boss war dann einfach nur dieses Monsterviech, das die ganze Zeit irgendwelche Strahlen spammt, irgendwie im Kreis und irgendwelche Kriegt man da Bälle, diesen die abprallen und so. Magnethandschuh, wo man Sachen ranziehen und Ist wegstoßen eine kann? interessante Frage. Ich weiß gerade gar nicht, welches Item man da bekommt. Ein Schild und ein Schwert. Ich müsste es mir eigentlich mal für 3DS laden. Ach wieso? Du kannst doch auch mit einem Gameboy Player spielen. Den ich nicht habe. Ja, spielst du mit einem Gameboy Color. Ohne Beleuchtung. Gameboy Advance. Ach, du hast kein Da, SP. ja. Du hast den Mini. Egal. Ja. Darauf kann man nur GBA-Spiele spielen. Echt? Was für Ja. ein Scheiß. Ja, Das auf ist ja jeden auch komisch aus. Stell mal vor, wie Fall. so ein Das guckt da Mini-Ding, raus. ja. Ja, das ist schon so. Dass du das Ding hast, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Geil. Ja, Rocket Das Ops. Spiel war. Ist. Oh, Krampf im Fuß. Schlimm. Also auf jeden Fall, Oracle of Seasons war Ja, und. gestalterisch besser als, als Ages, Ages. Ja, ey, dieses Quest. Da gab es dieses Quest von diesen. Wie hießen diese Inselviecher? Diese Eidechsen. Ich Ich bin weiß, so was du. nicht in der Materie drin gerade. Ja, Auf jeden ich. Fall, du strandest ja auf der Insel von denen und die nehmen dir dein ganzes Inventar Das weg. war Ages. Ja. Oh, das war so nervig. Ja, die auch. Es gibt auch hier Jabu Jabu gibt es ja auch in Ages. Also da, es gibt auch diese Toilettenhand aus Majora's Mask. Die Stimmt. gibt's auch. Also es gibt so ein paar Rückblicke und es gibt auch den Typen, der dir die Hymne des Sturms beibringt. Ja, Ja, den jetzt gibt's in steht. Seasons. Den gibt's aber auch in Ages. Kann gut sein, ne? Glaube ich zumindest. Und also, sie haben ein paar Sachen verwurstelt aus Ocarina of Time und Majora's Mask, die vorher rausgekommen sind. Es Auch gibt ganz auch lustig. Ingo. Und diese. Nur, dass der da irgendwie Schilder verkauft. Verkäuft. Schilde Die herstellt und kleinen verkauft. Feen von Majora's Mask gibt es da auch mit diesem Ja. Kussmund. Also sie haben echt noch einiges zu recyceln und das Lustige ist ja nicht mal wirklich recycelt, sie mussten es ja pixeln. Das ist dann irgendwie echt lustig, wenn du deine Charaktere aus anderen Zelda-Spielen siehst, die dann halt gepixelt wurden extra für dieses Spiel, also in diesem Gameboy-Look, also in diesem Was ja, auch irgendwie für strange NES-RTG-Look. ist, ist, dass die beiden echt eigene Endbosse Ja. haben, also eigene Bösewichte auch Krasse. von der Story her. Bei Und Ages, ja, und dann, wenn du halt, hey, man braucht so ein Passwort aus ja. jeweils dem einen Spiel, das man dann ins andere Spiel überträgt, dann hat man Genau. ein Safe, wenn man den durchspielt, kommt nach dem Endboss, der richtige Endboss, Ja. nämlich, ne? Paganim. Ich will jetzt nicht spoilen, aber Jirahim. auf jeden Fall Ganon kommt zum Spiel vor, aber ich sag nicht, welche Rolle er übernimmt. Garantiert nicht der Final Boss. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, aber das mit dem Passwortsystem war cool, weil damit hattest du so ein New Game Plus in so einem Zelda-Spiel und das gab's noch nicht, weil ich hatte echt das Master Schwert und ich glaube, da hatte ich auch das Bikoran-Schwert. Hylia. Ja, das hatte ich auch. Und das Hylia-Schild hatte ich, glaube ich, auch. Und Krabbelmin hatte ich. Das Bikoran-Schwert verbraucht 2 Slots. Ja, A und B-Knopf. So ein Scheiß. Aber es hat eine übelste Reichweite. Aber dann hätte ich auch gemacht, dass man A und B gleichzeitig drücken muss, um es zu schwingen. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall Oracle of Seasons und Ages vollwertige Zelda-Spiele. Also wenn ihr davon noch nichts gehört habt, holt euch vielleicht echt einen Teil. Ey. Besser Seasons Ohne Scheiß, als ich finde auch Ages. die Dungeons, finde ich, viel komplexer als bei Link's Awakening. Sind sie auch, aber das ist ja auch klar, weil das Spiel schon halt mehr entwickelt ist. Auch mehrere technische Ich Aspekte hing da hat. als Kind teilweise so lange, Aber die Grafiken sind ja ey. gleich geblieben von Link, ne? Der Sprite von ihm Ja. ist gleich und das ist schon krass, dass Aber es quasi. hat schon mehr Farben als Link's Ja, es hat ein Awakening. bisschen mehr Also auch als Detail. DX. Klar. Waren auf jeden Fall geile Spiele. Es gibt auch voll viel Kram zu sammeln irgendwie, Ja. ne? Diese Ringe. Genau, die waren auch cool. Man konnte sich ja mit unseren Gegner verwandeln und so, ne? Gascha-Kerne. Kannst ja Gascha-Kerne pflanzen, dann wächst da irgendwie so ein Baum. Genau. Der verliert dann diese Dinger, wo die Ringe drin sind. Genau. Ich habe auch. Du hattest einen Ring, damit Das konntest du kennt. ein NES-Link werden. Ja, Darauf war ich echt. Urahnring. Ich hatte aber einen Stärkering, glaube ich, Level 4 oder so. Ja, Also ich ich. hatte. Das hatte echt dann noch so ein bisschen Sammelaspekt. Das war echt cool. Was Ich schätze für. auch, es gibt zig Morph-Ringe, womit du dich in Moblin, in Octorok, in was Genau. weiß ich was verwandeln kannst. Aber du kannst keine Attacken, ne? Oder wie war Wofür waren das? nochmal diese goldenen Vasallen gut? Goldene Vasallen? Ja, es gab so goldene Monster in Seasons, die irgendwo zu einer bestimmten Jahreszeit Ich glaube, rumgegammelt die haben. verlieren einfach mehr Rubine. Kommt man. Du konntest Es hat ja bei der. irgendeinen Sinn, die Du, zu killen. es gab diese Hexe. Und Ja. diese Hexe hat die Sachen geklaut. Und je nachdem, wie viel die geklaut hat, hat die, glaube ich, einen anderen Besen gehabt. Bei dir hatte die einen UFO oder so einen Ja, Scheiß. die hat später einen Staubsauger gehabt, auf dem Genau. sie fliegt, und danach ein UFO. Und ich glaube, wenn man der oft genug begegnet, kann die auch Ringe droppen, wenn man Ja, sie klar. gegen sie rannt. Da kann man Kann Ringe sie von farmen. Anfang an, glaube ich sogar. Auch noch Nur eine. du musst, also quasi sie verliert Sachen und du verlierst Sachen, und du kannst dann halt
aufsammeln, was du willst. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt denkt, so, ihr Wenn könnt sie vier gegeneinander verschiedene geschlagen. Jahreszeiten bei Seasons doch verändern, das ist nicht alles in dem Spiel, weil ihr habt auch noch dann Gefährten, die ihr bekommen könnt. Ihr könnt Ja, eine das ist von ja auch drei. das Geilste, dass das Spiel jedes Mal, wenn du spielst, anders ist. Wollte ich gerade sagen. Ja, red weiter. Also ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, eins von drei Tieren zu bekommen. Und diese Tiere haben halt alle besondere Fähigkeiten. Dimitri ist dieses. Känguru? Nein. Nein, Dimitri Dimitri ist ist das der. Dodongo. Genau, Ricky Dimitri ist ist. das Känguru Genau, und dann Benny, Benny der der fette Bär, der fliegen kann. Also der Benny kann fliegen, ist ein blauer Bär. Dimitri ist halt so ein. Ist das echt ein Dodongo? Ein Dodongo, ja. Er ist ein Mit Dodongo dem und kann man der. schwimmen. Stimmt, der Und er kann. kann Sachen fressen. Er kann diese Pflanzen fressen, die Dodongo im Weg sind. schwimmen und Pflanzen. Ja, das ist ja das Geile, weil Strange. die Area ist Der dann kann echt. Wasserfälle hochschwimmen, so kaskadenmäßig, ne? Wie bei Pokémon Kaskade. Der kann Wasserfälle hochschwimmen. Ja, und er kann diese komischen Rosen im Kann der Sumpf, die im fressen, Weg ne? sind, kann er fressen. Die kannst du sonst nicht wegmachen. Und dann hast du noch Ricky und das ist ein Känguru Aber mit das Geile ist Boxhandschuhen. ja, dass echt die Welt anders gestaltet ist, je Ja. nachdem, welches Tier du zuerst bekommst. Und Das ist bei jedem Playthrough je anders. nachdem wie er, naja, nicht wirklich anders bei jedem Playthrough, es kommt darauf an, wie er die Flöten holt. Weil je Ja. nachdem, wie man an die Flöten kommt, ist es ziemlich abstrus und man kann auch teilweise nicht alleine drauf kommen, muss ich sagen. Weil ihr müsst bei einer Flöte müsst ihr irgendwie tanzen, bei den Subrosianern Ja, unten, ja. müsst ihr irgendwie so oft tanzen, also ihr könnt da so einen Tanz machen. Und wenn ihr das Minispiel irgendwie drei oder viermal gemacht habt, kriegt ihr dann die Flöte, eine Fragezeichenflöte und später euch begegnet dann das andere Tier, zum Beispiel das Känguru, aber ihr In kriegt die Flöte Ages war das nicht. Tanzspiel mit Goronen, Ja, es war so ein ne? Trommelspiel, das war richtig abgefuckt. Auf jeden Fall, es gibt halt drei verschiedene Flöten und wie ihr die Flöten bekommt, ist halt anders und je nachdem welches Tier ihr habt, ist die Umgebung noch Ja. anders modellieren. Entweder wenn ihr Dimitri zuerst bekommt, dann ist irgendwie ein bestimmter Part überflutet, wo ihr dann halt mit ihm dementsprechend lang schwimmen könnt. Oder wenn ihr Ricky zuerst bekommt, sind überall Löcher, über die ihr springen könnt. Genau, und ihr könnt auch dann so hohe Dinger hochspringen, so hohe Wände. Auf jeden Fall ist es echt nett, weil die haben das mit den Jahreszeiten gemacht, mit der Es stecken Zeit und so dann viele noch mit Ideen diesen, ja, drin. und dann noch mit diesen Tieren, das ist doch schon revolutionär. Welches Zelda-Spiel hat so viel Komplexität? Also so viel Systemmacherei mit guten Ideen. Ich Und fand auch den Boss cooler als bei Ages. den Endboss von Ja, Seasons ja. fand ich nicht, ich fand den von Ages besser. Echt? Ja. Ich fand den von Seasons richtig frustig, ich fand den schwierig. Ja. Ich fand den letzten Stoff richtig. Ich habe das im Spanien-Urlaub gezockt, das weiß ich noch. Und ich habe echt, keine Ahnung, jeden Tag habe ich echt so 2 Stunden an dem gespielt und habe immer die zweite Stufe verkackt. Echt? Ja, ich habe in der Bei mir ersten hat es am Stufe. Anfang lang gedauert, bis ich die erste verstanden Ja, habe. Weil ich mit habe dem echt alle Stab, ne? Items ausprobiert. Dachte Ja. so, hey, fuck ey, bestimmt muss man den irgendwie mit dem Stab schlagen oder so, aber ich krieg's nicht richtig hin oder so. Aber du musst einfach nur Ich immer eine hab's Wirbelattacke machen. von der Geschicklichkeit habe ich nicht geschafft, in der zweiten Stufe auf diesen Klauen rumzuspringen und dann gleichzeitig eine Den fand ich Wirbelattacke auch und so. schwierig, aber Ja. ich hing da Da war nicht gar mehrere Tage dran ich, oder so. also ich war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich zu schlecht war in dem Spiel oder so, aber ich hatte auf jeden Fall immense Probleme mit den Endbossen. Ich habe sowieso in manchen Spielen Probleme mit Endbossen, das ist Ich lustig. hatte mehr Probleme mit Twin Rover im Endgame, wenn du das Passwort eingegeben hast. Boah, die ist schon fies. Die war fies. Ja, richtig fies. Ganon war auch fies, aber irgendwie nur, Ja, wenn der man war nicht ziemlich verstanden hat, statisch. dann macht er diese komische Aura, wo dann deine Steuerung umgedreht ist. Ja. Dann bin ich immer in ihn reingelaufen und dachte so, ey, ich werde Voll fünfmal immer unfair. angesogen, das ist voll Also. assig so, weil ich Hey, habe versucht geil. wegzurennen, aber bin dann in ihn reingelaufen, bis ich es irgendwann geblickt habe und dann war er eigentlich billig. Aber trotzdem eigentlich echt geile Spiele. Ja, beide Spiele sind gut. Ja. Seasons ist ein bisschen besser als Ages, aber es ist auch Geschmackssache. Es gibt bestimmt Ja, auch dafür ist bei genug Ages Leute. die Story besser gewesen. Ja. Die Story auf jeden Fall auch, aber die Umgebung hat mir besser bei Seasons gefallen und irgendwie die Dungeons und so, dieses Zusammenhang kam bei Seasons besser rüber, mein Gott. Ja, über Ocarina of Time und Majora's Mask haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ne? Aber ist doch egal. Genau, also der Unterschied. Also jetzt Komm, reden wir zu über dem Spirit richtig Tracks. Willst wichtigen Zelda The Wind Waker. du es echt Wind Waker machen? Nein. Okay, also fangen wir an mit Ocarina of Time. Oh ja. Ja, wie gesagt, ich kann nur kurz sagen, ich war immer extrem neidisch auf eine Person, die ich kannte und die dieses Spiel hatte und ich wollte immer ein N64 haben und kam sehr, sehr spät erst in den Genuss, Ocarina of Time zu spielen. Sag mal den ersten Buchstaben des N Namen. Ach ja, ich weiß, wen du meinst. Okay, ja, Warte. gut. Ja. Das waren drei Buchstaben, aber egal. Halt die Schnauze jetzt. Also ich wollte das Spiel mal als Kind haben, es sah irgendwie verdammt geil aus und da habe ich mich auch wieder zurückerinnert, weil für mich war diese ganze N64-Ära so einfach nur so ein Traum. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Geld dafür hatte oder so, aber ich hatte nie einen N64. Ich habe mir mal einen gewünscht, habe dann später eine PlayStation 1 bekommen, war ziemlich nicht unglücklich, aber ich dachte mir so, ja, hol ich es irgendwann nach. Aber Link to the Past auf jeden Fall, als ich es gespielt habe, mir sind die Augen echt übergequollen und mir hat es so viel Spaß gemacht. Ey, bei mir war das ja richtig weird, ne? Warum?
Also wie gesagt, hatte ja mein Bruder den N64 zuerst und da war eigentlich auch auf dem Super Nintendo schon ziemlich gehypt gewesen von Link to the Past. Hat sich aber dann Ocarina of Time nie geholt, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und irgendwie meinte er so, ja, keine Ahnung, das ist voll blöd, hat irgendwie voll die schlechte 3D-Grafik und soll irgendwie nicht so toll sein und so voll kurz und schlecht sein oder keine Ahnung. Meinst du irgendwie, das wäre voll Ja, nicht die scheiße? Club Nintendo gelesen, würde ich sagen. Ich habe es irgendwie damals nicht wirklich verstanden. Dann als ich den N64 hatte, Ja. da hatte ich ja schon echt lange nichts mehr mit Zelda irgendwie gespielt, weil ich habe nur Link to the Past gespielt und Link's Awakening erst viel später und Ocarina of Time, wie gesagt, dann quasi geskippt und dann kam Majora's Mask raus. Das habe ich mir dann geholt Also hast du nicht Ocarina und of Time geholt? Du hast jetzt das erst habe ich. Majora's Mask Ich geholt. habe zuerst Majora's Mask gespielt. Hab Stimmt, das, ja. ich habe das dann erstmal angefangen, kam irgendwie erst überhaupt nicht zurecht, weil irgendwie du kennst ja den Anfang von Majora's Ja, Mask mit ist dem Quest mit den verdammt Bombern ätzend. und dann musst du erstmal quasi einen Zyklus durchspielen, bis Horror kills, musst dann irgendwie das Lied spielen, damit du zurückgebracht wirst. Und dann wirst du in die offene Welt rausgeschmissen und hast überhaupt keinen Plan, wo du Ja. hinrennen musst. Vor allem, wenn du noch nicht so in 3D-Spielen Vor irgendwie allem, wenn du bist. nicht Ocarina of Time vorher gespielt hast. Ja. Das ist ja was ganz anderes. Also ist ja dann schon Ich bin dann echt schwieriger. die ganze Zeit, keine Ahnung, auf der World Map rumgelaufen, hab gegen Dodongos gekämpft, Herzteile gesammelt und keine Ahnung, bis ich irgendwann den Eingang in den Sumpf gefunden habe. Aber sobald ich dann echt in dem Spiel drin war, habe ich es auch übelst gesuchtet, habe es irgendwie mehrmals durchgespielt, habe alle Masken geholt und was weiß ich was halt. Also ist richtig verschlungen. Ja, und danach war ich dann halt so gehypt wieder von Zelda, dass ich mir dann Ocarina of Time geholt habe. Da habe ich echt alle Läden abgeklappert, so das war mittlerweile auch schon relativ selten, aber ich habe es dann bei Kaufhof, habe ich echt noch eins gefunden. Und dann, Alter, ich war dann auch echt gehypt von dem Spiel und habe mich voll gewundert, dass das echt so gut ist und dass es eigentlich viel mehr Content bietet, so als Majora's Mask. Weil, überleg mal, in Majora's Mask gibt es nur 4 Dungeons. Ja, Es das ist stimmt trotzdem schon. nicht wirklich kurz, aber da kommt halt so viel Kram Ja, einfach so dazwischen, der Verlängerungszeug, ein ne? bisschen nervig ist irgendwie. Zum Ja, Beispiel weil. dieses Labyrinth, wo du den Mumien irgendwelche Items geben musst, Boah, das Fetch-Quest-mäßig. muss man ja machen, ne? Das Das ist so ist der ätzend. blödeste Scheiß ever, ey. Wer sich das ausgedacht hat, der sollte echt erschossen werden. Ja, Ja, aber dann habe ich Ocarina of Time gespielt und, oh, Alter, geil. Das war echt ein Feeling. Ich war schon am Anfang geflasht, einfach nur vom Dekobaum, obwohl der Dungeon eigentlich der ist voll kurz und so, voll aber. basic ist, so. Und dann hast du den gemacht, kommst aus dem Kokiri-Dorf raus und hast diese ganze Welt vor dir. Ich dachte echt, boah, fuck, geil. Ja, bei mir war das auch so, das war auch so ein Spiel, das wurde gut angeleitet. Das ist halt, es gab ein schönes Intro. Das war am Anfang, also heute ist man echt genervt von langen Intros und so, aber damals war es so, du nimmst dir Zeit für das Spiel, du spielst es, du lässt dich drauf ein und hast erstmal dieses Intro, wie man den Dekobaum sieht und hast ihn nicht gesehen und tralala und die Navy fliegt rum, ihr kennt das ja alles, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Aber dann habt ihr echt so, ihr seid im Dorf und alles ist freundlich, dann kommt irgendwie die Freundin zu dir, die Salia und wie. Labert erstmal mit euch und Pipapo. Du musst erstmal in dem Dorf Rubine klar machen. Das heißt, du musst erstmal Gut, ja, dein alles. Equipment zu kaufen. Ja, aber es ist natürlich. Es Wo ist ist das ein, Schwert ja, aber für? es ist für mich ein natürliches Element, weil, keine Ahnung, es ist nicht wirklich aufdringlich, sondern du kannst echt mit Leuten quatschen, du kannst dir die Umgebung angucken, du kannst erstmal warm werden mit der Umgebung und Jetzt habe dann ich wieder erst. Bock auf Ocarina of Time. Und dann kannst du halt. Dadurch musst du halt die Nebenaufgaben, du brauchst ein Schild und ein Schwert, um zum Dekobaum zu kommen. Hauptaufgabe eigentlich. Ja, meine Weil ich ja, Hauptaufgabe. Das die ist dein Fee Ziel, sagt um ja, du sollst weiterzukommen. zum Baum gehen und davor Genau. steht Mido und lässt dich nicht Und durch, weil zackt du rum kein und sagt, Schwert und nö. Schild hast. Genau, und das ist dann halt wieder so eine Sache. Es Guck mal, wird. überleg mal, wie erbärmlich das ist, weil du findest dieses Schwert dann übelst schnell und es ist Ja. eigentlich nicht schwer, da dran zu kommen. Und dann meint er so, was? Du hast das legendäre Kokiri-Schwert? Du hast das gefunden? Und ich überleg mal, Die haben die es selber Le versteckt eigentlich, ne? Ja, und die leben in diesem Wald, können da Ja, wo nicht es mal nichts raus. Die gibt. müssten so eine üble Langeweile Ja, haben. aber Jeder es. von denen müsste das mal gefunden Ja, haben. natürlich, es ist nicht wirklich glaubwürdig, es ist halt ein Videospiel, ne? Aber Ja, ich meine nur gerade, wie ich finde, aber erbärmlich das ist. sowas ist netter, als wenn du jetzt ein neues Spiel Ja. hast und dann siehst du einen Sturmtrupp im Helikopter sitzen und die schmeißen dich raus und sagen, ja, Ja, deine Mission ist es, schieß jetzt alle tot und dann rennst du da oder rum, einfach hast der schon. Anfang von Majora's Mask, ey. Ich Ja, meine, ist übelst wie sehr kann man einen komplex. Spieler direkt am Anfang Ja, abfacken, überfordern weil auch, es einfach finde. auch keinen Spaß macht. Nö. Am Anfang, das Intro ist ja noch cool, wo du halt von deinem Pferd geschmissen wirst und deine Ocarina geklaut wird und du dem Horror Ja, Kid hast du so folgst Action, da ja, so so. actionmäßig. Das ist eine schöne Einleitung,
Aber dann, sobald du irgendwie als Deku verwandelt bist und einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Mini-Quests machen musst, irgendwelche Fuck-Bomber-Kinder, die übelst nervig sind, sammeln musst. Ja, und dann noch diese Reihenfolge von den Merken auf dem Rücken. Das ist ja nicht so das Problem, die sie einzufangen erstmal. Ja, und dann hast du ja noch Und die, dann du musst die hast ja noch, Zeit abwarten genau, aber einfach. du hast aber noch die Zeit im Nacken, stell dir vor, du brauchst dafür extrem lange und bist total verbratzt. Es Ja, gibt ja ja. auch solche Leute, die gehen dann im Urwald direkt beim ersten Mal. Aber dann gehst du ja und tanzt mit der Ja. Vogelscheuche, wenn du alles fertig hast, und dann musst du ja immer noch ewig lange warten. Also es ist wieder zu Majora's Mask, wenn ich das hier Ja. denkt, wir reden über Ocarina of Ja, Time. Wir reden wir springen erstmal über Ocarina of Time da weiter. irgendwie die ganze Zeit hin und her. Das ist Ja. vielleicht anstrengend für den Zuhörer. Ja, auf jeden Fall, Ocarina of Time, ich wollte nochmal sagen, du wurdest halt gut in das Spiel eingeleitet, es waren echt so, es war alles miteinander verknüpft, es war jetzt halt nicht so, es gab halt auch diese Momente, die ich heute in Videospielen teilweise schon vermisse, dass du echt mal Langeweile, was heißt Langeweile, nicht mehr groß Langeweile, aber dass du halt echt so eine Dass du Pause einfach hast. nur am Hyljasee bist Ja, und angelst. oder dass du einfach nur durch die Steppe läufst 5 Minuten und keine Ahnung, von diesen fetten Viechern verfolgt wirst, die sich so drehen, diese Sterne da mit den Klingen, da kriegst du ja auch schon mal Schiss. Und dann wird's dunkel, die Zugbrücke nach Hyrule zieht sich nach oben und auf einmal kommen wieder Skelette aus dem Boden und so, und dann denkst du auch so, wow, was ist denn jetzt los? Also, das hat, oder du gehst, oder genau, dieses Open-World-mäßige, das hat auch Zelda schon irgendwie immer drin gehabt. Im NES-Zelda konntest du auch irgendwie schon alles erforschen. Ja, ja. Bei Ocarina of Time kannst du ja auch, wenn du den ersten Dungeon gemacht hast, kannst du dich frei bewegen. Du kannst, keine Ahnung, mal so, Ziemlich klar, du kommst halt an den Stellen ja, nicht nicht weiter, weil du weiter. irgendein Item brauchst. Aber es ist nicht so, dass eine unsichtbare Wand davor ist Nee. und dann später diese unsichtbare Wand verschwindet, sondern du hast echt, die Welt ist Auch offen, wenn du kannst du rumgehen und kannst vielleicht schon Rubine sammeln, eine Flasche sammeln, vielleicht in der angeln. Steppe in der Mitte stehst quasi und einmal im Kreis rumguckst, so alle Locations, die du Ja. am Horizont siehst, da kannst du auch hin. Das war auch, glaube ich, damals auch ein ganz großes Ding von Ocarina of Time, dass diese Orientierung Du erleichtert wurde siehst in dem Hintergrund. Hyrule Da in ist den der Hintergrund, Todesberg, du da siehst sind, den Zora-Fluss, du genau, siehst den Todesberg. da sind die Wälder angedeutet. Das hat einfach so ein ganz stimmiges Design und das Design führt halt dazu, dass du das Spiel gerne magst. Ich war total überwältigt. Die ganzen, schon allein die ganzen Rätsel, man hat sich echt gut gefühlt, wenn man diese Rätsel begriffen hat. Man dachte echt so, aha, das hatte ich aber auch bei Darksiders 2, das ist auch so. Aber bei Ocarina of Time war es dann halt ganz verstärkt so, dass du halt echt irgendwie Wassertemple haben sich viele angefuckt. Den fand ich jetzt nicht, persönlich fand ich nicht so schlimm. Also er war natürlich Nö, schon ich finde, er hat frustig. auch seine Momente irgendwie so. Genau. Kampf gegen Dark Link zum Beispiel. Ja, es war schon So ultra geil. geil, wie du irgendwie dann zurückgehst und der am Baum lehnt und denkst, wow, was ist denn jetzt los? Und so, es hat Überraschungsmomente und halt diese Rätsel, dieses, du schießt einen Feuerpfeil auf die Fackel, die zu weit entfernt ist und dadurch geht die Tür auf und dann musst du irgendwie mit den Bomben irgendwas machen. Also diese ganzen Vernetzungen von den Elementen und das als so frühes Ja, 3D-Spiel, dass es alles das ist das funktioniert. Ja. allerbeeindruckendste eigentlich, weil das Spiel ist heutzutage auch immer noch Auch spielenswert. von der Ich finde Steuerung. auch, die Grafik sieht sogar eigentlich noch gut aus. Also klar, es ist veraltet, weil. Nee, aber es ist für ein N64-Spiel, es ist Ja, echt noch eins der doch, schönsten. doch. Ja, Lightning Wars sieht ziemlich geil aus. Ja, aber du musst dir einfach mal die Details angucken von Ja. Lilac Wars, die sind auch voll gering Ja, eigentlich. natürlich, aber. Aber es ist halt alles so schnell und in Bewegung, dass es cool aussieht. Aber Ocarina of Time hat echt einen geilen Und Grafikstil. ja, Majora's Mask hat ja Und nochmal die viele Schippe ein bisschen Details. draufgelegt, wegen dem Ja, Expansion Pack, was du klar. brauchst, ne? Aber ich fand es auch so krass, weil die Welt wirkt schon so eigentlich ziemlich riesig. Und klar, man war schon irgendwie so ein bisschen gespoilt. Irgendwie hat in der Club Nintendo gesehen, irgendwie, dass man als erwachsener Link rumrennen kann und so. Aber irgendwie spielst du dann die ersten drei Dungeons halt durch und du hast schon so ein Gefühl, als hättest du richtig viel erlebt, ne? Ja. Auch wenn, keine Ahnung, heutzutage kommst du zu dem Punkt irgendwie innerhalb von 2 Stunden oder so. Ja, aber weil du das Spiel halt kennst, Ja, ne? Wenn du, weniger sogar. ich würde sogar behaupten, wenn du heute Leute an Ocarina of Time dran setzt, die werden immense Probleme haben, weil ich kenne einen Kumpel, der hat das jemanden ausgeliehen für ein 3DS und der ist zum Beispiel nicht drauf gekommen, dass man bei Jabu Jabu, um reinzukommen, Fisch fangen muss und den nach vorne legen muss ans Maul. Sag Da mal den ersten Buchstaben sag von der ich spä Person. sag später. Kennst du nicht. Okay. Kennst du nicht, aber es gibt, wie gesagt, das Spiel hat solche Rätsel zum Beispiel, einfach was Banales. Du musst in einen Fisch reingehen und dann musst du quasi kombinieren. Es gibt in der Umgebung, du hast eine Flasche vielleicht schon gefunden und dann musst du dem was zu fressen geben, um in den Dungeon zu bekommen, weil jemand schon verschluckt wurde. Also die Ruto wurde ja von dem Jabu Jabu wurde ja verschluckt. Und du musst Ah. reinkommen. Aber solche Sachen, ich denke mal, heute werden Leute da auch noch Probleme mit haben, mit manchen Rätseln in Ocarina of Time. Nicht, weil sie schlecht designt sind. Nicht, weil sie schlecht designt Seltsamerweise sind. kann ich mich nicht daran erinnern, Wie dass du ich es gelöst hast. damit Probleme hatte. Glaube ich Du nicht. hast vielleicht an anderen Stellen Probleme, aber ich Ja, denke, hatte ich auf jeden Fall. mal auch Leute, die heute schon, die schon Spielerfahrungen haben in manchen Spielen oder so, kommen, glaube ich, bei Ocarina of Time, wenn sie es nicht gespielt haben, trotzdem noch an ihre Grenzen.
Ich glaube, die werden trotzdem noch gefordert werden. Das ist gerade das Ja klar, Besondere. auf Das, es ohne gibt so Scheiß, viele die, ehrlich Kleinigkeiten. gesagt, die Spieler heutzutage Hier. werden größere Probleme damit haben als die von Aber damals. zum Beispiel, du brauchst eine bestimmte Schuppe, um irgendwo runterzutauchen, um was zu holen oder sowas. Wenn du nicht weißt, wo die Schuppe ist, musst du auch erstmal forschen, wie kriege ich diese verdammte Schuppe Aber oder sonst ich was. finde es schon geil, weil wie du schon sagtest, das erste 3D-Zelda, und das ist komplexer als die 2D-Zeldas, die davor gekommen sind alle. Ja. Und es muss sich echt nicht verstecken. Es Es hat ist. es war technisch schon so gut und es wirkte kein bisschen billig oder so, Nö. als hätten sie irgendwie noch nicht begriffen, wie man 3D-Spiele macht oder Ich so. muss Außer sagen. dass man irgendwie durch alle Wände durchfallen kann und so, theoretisch, wenn man es exploitet, aber. Ja, es ist halt sehr, sehr, Aber sehr was ich noch kaputtes sa Spiel, sagen aber. wollte eben, wie gesagt, du hast die ersten drei Dungeons gemacht, hast das Gefühl, dass du schon irgendwie voll viel gemacht hast und dann reist du in die Zukunft und spielst quasi 7 Jahre später. Und es steht dir eine ganz neue, also neue in Anführungszeichen, weil es ist immer noch die gleiche Ja, Welt, du musst aber. ja auch backtracken dann wieder als Erwachsener. Und dann hat sich Ja, ja auch einiges klar. verändert. Und das ist ja auch cool, diesen Und Zerfall oder das, diesen ja. Einfluss zu spüren, den quasi das Land gerade durchzieht. Ey, das war auch Dadurch, für mich dass so ein emotionaler Ganondorf Moment, wie du Druck dann ausübt. in der Zukunft in Hyrule bist und alles ist im Arsch Ja, und da da sind rennen Zombies Zombies rum. rum. Ja, die Und dann vorher dachtest du so, Menschen waren. boah, fuck, ey, ich muss gucken, wie es meinen Freunden im Kokiri-Dorf geht. Bin dann da hingegangen und dann war es nicht ganz so krass, aber immerhin, da Ja, waren das dann sind auch diese die großen Dekoranias Dekoranias, ja, und und alles alle voll. gammeln nur noch in Diese ihren Häusern Laubkerle rum. auch. Ja, und dachte ich auch so, boah, was machen jetzt die Gegner hier? Das geht ja gar nicht klar. Und dann hast du dich echt gefreut, dass Kakariko eigentlich noch so relativ okay war, so. Ja, und Also dann. es war ja eigentlich, war dann viel besser aufgebaut als in der Ja, Vergangenheit. die Häuser sind schon Und fertig, dann ne? kommst du irgendwann dahin und alles steht in Flammen und du denkst dir so, boah, fuck, ey, das kann doch Und nicht wahr nicht sein. nur das verdammte Skulltula-Haus, ne? Ich fand das richtig gut. Als Kind Ja. fand ich, was Das heißt Kind, ist aber ich fand so das geil. damals schon echt ekelhaft, diese mutierten Menschen, die so halb Spinne, halb Mensch noch waren und einfach rumschreien waren, wenn man die geschlagen hat. Man soll sie natürlich nicht schlagen. Aber ich wollte nur gerade sagen, ich finde Zelda Ocarina of Time ist die perfekteste Umsetzung von einem 2D-Zelda. Also der Sprung von 2D in 3D ist so super gelungen. Das haben Ja. wenig Spiele. Also Ich Nintendo muss hat echt da echt ein sagen, Händchen gehabt bei dem für Spiel. mich ist echt Es hätte so Ocarina viel of schief Time gehen können. ist wie eine 3D-Umsetzung von Link to the Past eigentlich. Ja, jetzt kannst du sagen, Also, was du ja, meintest. es hat so viele Parallelen, weil Ja. du spielst drei Dungeons durch und dann kommst du bei Link to the Past in die Schattenwelt. Ja. Und bei Ocarina of Time, du spielst drei Dungeons durch und kommst dann in die Zukunft, Kriegst auch das Master wo Schwert, es ne? quasi auch so schattenweltmäßig ist, weil alles irgendwie voll verwüstet ist und so. Genau, kriegst das Master Schwert. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch groß alles sagen will, was es noch für Punkte gibt, Ja, aber die aber beiden Spiele sind schon sehr verwandt miteinander, wenn ja. man das vom Stilmittel sieht. Auch mit Ganon, also Genau, mit Ganon, Agani und Agani, Ganondorf. ist ja auch so eine Es Sache. gibt so viele Parallelen irgendwie in den beiden Spielen. Und Deshalb mag ich die beiden Spiele wahrscheinlich auch so sehr. ich find das auch gut, dass auch Zelda nicht wirklich gesichtslos ist, weil jeder weiß ja dann halt, es ist jetzt kein Spoiler mehr, dass Zelda Sheik ist und quasi einem begleitet durch Ja. das Abenteuer und einem wichtige Tipps gibt und Hinweise und so, dass sie halt selber in diesem Konflikt ist. Dass sie halt fliehen musste vor Ganon, dass sie halt, die wurde entführt, ne? Ja, zum Schluss Ja, zeigt sie ihre wahre Gestalt und wird dann plötzlich wie so in so ein einem Mädchen, das nichts Kristall, kann, ja, in eingefangen. Kristall eingesperrt. Das wirkt Und dann wieder denkst so ein dir auch bisschen so, wo komisch, ist jetzt okay. ihre Sheik-Power hin? Ja. Ja. Ah, stimmt, Impa und Zelda sind ja geflohen vor Ganondorf. Und Ja. Ganondorf fragt ja den Link, ja. Ich denke mal, ihr seid auch so Story gefestigt, dass wir euch das nicht mehr erzählen müssen. Aber auf jeden Ah, ich Fall. fand auch Ganondorf als Bösewicht richtig geil Ich mag den, ja. damals. Ich fand den aber Der in. wirkte echt bedrohlich und wirkte aber auch irgendwie intelligent Aber um nicht und zu viel zu verraten, aber ich fand den Twilight Princess besser inszeniert. Es ist. Ja, doch, klar. Den kommen wir aber gleich später zu. Ja, aber Ganondorf damals als Antagonist war schon relativ cool. Also kam aus der Wüste, diese roten Haare, sah bedrohlich aus Ja, und so. Man wusste es nicht so war halt wirklich, nicht was so passiert jetzt. gesichtslos irgendwie, wie bei, also keine Nö. Ahnung, vorher so, ja, Ganon ist ein blaues Schwein, cool. Und Ja. Agani ist irgendwie eine andere Person, irgendwie, die nur quasi besessen ist Aber von Ganon oder so in dem das ist auch Style. wieder dieses Märchenhafte, was Nintendo da vertritt, dass es irgendwie einen Bösewicht gibt und das dann vielleicht, Ja, dass es das Gute und das das Böse Gute und gibt, das ne? Böse gibt. Und wenn du jetzt so ein fucking Kingdom Hearts nimmst oder so, und dann hast du die Organisation 13, wo du dann 26 verschiedene Charaktere hast, das ist natürlich jetzt nur grob überschätzt oder so, aber wenn du dann echt einfach so ein
sagen wir mal, irgendein massengroßes Final Fantasy Spiel hast oder so, wo du dann auf einmal 10 Bösewichte hast. Du killst dann den Bösewicht. Nein, der war nicht der richtige Bösewicht. Der Diener, Nein, der Kleine mit der Kapuze, der war der Bösewicht. ja, und Und eigentlich nein, das war war er er doch gar auch nicht die nicht. richtige Ja. Person, sondern war nur der Und das Niemand fuckt. von der und der anderen Ja, Person. und Und ich das denke fuckt. so, boah, Oder er wieso war labert besessen ihr da von der und der überhaupt? Person, die überhaupt nicht im Spiel vorkam Ja, oder und so. dann irgendwie im ersten Teil kämpfst Kauft du euch das Ende. gegen... Kauft euch das Ende als Wie heißt der DLC. Bösewicht vom ersten Teil nochmal? Kafka war vierter, ne? Kefka ist Final Fantasy Was meinst du denn 6. jetzt? Kingdom Hearts. Ansem. Genau, Ansem. Absol. Und Abs. Absem. im zweiten Teil heißt er dann Xemnas. Xemnas und das ist aber dann der Niemand von Ansem. Aber irgendwie ist es auch die gleiche Person, aber irgendwie auch nicht. Und du blickst da Wir überhaupt nicht sind durch. überhaupt nicht in der Lore drin, aber es ist Nein, einfach aber ein großer Russland. Bullshit. Ja. Das ist einfach nur so eine riesige Kackwurst. Einfach nur ein Clusterfuck ohne Das ist eine Ende. riesige Kackwurst mit einer weißen Perücke und roten Augen. Und Nehmen einem wir das Doppellichtschwert. Kind doch an meinem Namen. Und Doppellichtschwert. Ja, und Ist es ein Doppelschwert. wichtiges Und Element kann so? Wolkenkratzer kaputt hauen. Ja. Nein, aber das wollen wir schon wieder sagen. Auf jeden Fall Kingdom Hearts, ein cooles Spiel. Kauft euch auf jeden Fall ein Spiel. Ich habe den ersten Teil gespielt, aber den zweiten Ich nicht. habe nur den zweiten Teil gespielt. Hab dann Mit danach dem den ersten sechsstündigen Teil. Tutorial. Ey, übel. Aber danach war das Spiel recht gut. Ich Dann weiß, habe ich den ja. ersten Teil danach gespielt und war voll Ja, der angefrustet, weil erste Teil er. ist natürlich legit, Ja. also von der Egal. Technik so Reden wir über limit. wichtige Spiele. Ja, aber ja. Nein, aber das wollte ich jetzt dann sagen, so, es hat sich. Ja, aber ich fand auch das Ende von Ocarina of Time Ja. fand ich so geil beim Es war ersten so Mal, ey. imposant, ja. Wie aus diesem Ehrlich. Trümmerhaufen schwebt und richtig besessen war und sagt, Und oh, dann. mit dem Triforce was reagiert und dann fett mutiert, so Und Ganon. dann hast du wieder Ganon, das fette Schwein. Nur, dass er irgendwie richtig badass Der aussah. sieht gut aus, ja. Weil es macht auch die Dunkelheit. Und Ja. auf jeden Fall, Zelda Ocarina of Time, wisst ihr natürlich, ist für den 3DS nochmal geremaked worden. Schönes Ja. Spiel. Also, sieht Also, da. es kann man sich auch echt mal reinziehen, weil die Framerate viel besser Ja, ist. die Framerate von der PAL-Version, also von der PAL Virtual Ja. Console, ist der Witz. Das ist echt der Witz. Also, das hat eine Und Framerate selbst von. die ist ja schon besser als auf dem N64. Es hat Wenn keine du das heute auf dem 30er Framerate. N64 Ey, das spielst, ist so das wird ja lahm. echt hakelig. Ja, mach mal das Menü auf und zu. Es sind extreme Wuhu. Laden. Es sind extreme Ladezeiten. Auf jeden Fall, NTSC-Version von Ocarina of Time sind natürlich viel besser, weil sie schneller laufen. Aber ihr seid auch keine Speedrunner oder so. Also, ihr könnt die PAL-Version doch noch genießen. Aber was man nicht sagen kann, ist, Ocarina of Time hat sehr vieles gut gemacht, hat sehr viel gezeigt, wie es geht, wie das Spiel echt, das Spielprinzip der alten Zeldas übertragen wird, also Link to the Past, Zelda 1 übertragen wird ins 3D. Das Story. war echt einfach so ein Feeling und so ein geiles Spiel, wenn du es das erste Mal gespielt hast. Auch jetzt immer noch ist es Klar, ich übelst kann es, geil. ist ein Evergreen, ich kann es immer wieder Und nach echt, 2 Jahren oder so so ein spielen Gefühl und hatte man Bock drauf echt haben. selten Ja. wieder bei irgendeinem Spiel, das rauskam. Ja, aber es ist einfach, es wird halt immer so erzählt, höchst das beste Spiel aller Zeiten, wie das jetzt gespielt haben, aber ich sag's einfach so, Es gibt ja es ist auch einfach ein verdammt gutes es Spiel. gibt ja auch tausend andere Action-Adventures, die Die irgendwie gut versuchen, sind. es so ähnlich zu machen wie Ja. Zelda oder vielleicht auch ganz anders und trotzdem gut sind. Aber Ja, die kommen nicht an diesen Standard ran. hat so eine Perfektion Ja. irgendwie, weil es hat echt extrem gut durchdachte Dungeons. Also die Story ist nicht Ja, sonderlich die Story komplex ist ein oder bisschen so, dünn, aber aber ist trotzdem, okay. es gibt echt Sachen, die dich emotional mitreißen irgendwie. Ja, Es gibt Bildsprache nur viel. kleinere Plot-Twists irgendwie. Ja, Nicht jeder wirklich, aber. Charakter hat auch irgendwie einen Sinn. Hat irgendwie eine Daseinsberechtigung. Außer jetzt natürlich gesichtslose Charaktere, die nur im Und ich finde es Hintergrund auch stehen. echt geil, zu gucken, was die Charaktere alle in der Zukunft machen. Ja, genau, Also zum die Beispiel Charaktere aus der hier. Vergangenheit, wie die sich verändert Hier haben, zum was die Beispiel machen. der Talon verliert ja seine Farm Ja. und so und wird dann von Basil irgendwie ausgestochen und hast nicht gesehen. Was gibt's denn da noch an Charakterentwicklung? Gibt Es gibt. nicht sonderlich viel Charakterentwicklung, aber ich finde es schon einfach cool, dann irgendwie zu sehen, hey, cool, die Leute, die in Hyrule vorher rumgegammelt haben, die sind nicht einfach gestorben oder so, sondern die sind jetzt in Kakariko. Ja, stimmt. Was ja irgendwie Sinn macht. Ja, auf jeden Fall hat das Spiel einfach so ein. Es hat halt Hand und Fuß. Es wirkt halt nicht irgendwie dahingeschludert oder so und alle Stellen machen Spaß. Ich könnte auch die Skulltulas, also es gibt auch Sammelelemente wie Skulltulas Herzteile. Die Größere Feen. Köcher und Taschen für Deku-Kerne, die man niemals braucht. Nein, aber ihr habt viel zu entdecken, eine massig große Spielwelt, die schön gestaltet ist. Dafür damalige Verhältnisse. Also rechnet das jetzt, Ja, es also sieht ja vergleicht das nicht mal nicht mit irgendwelchen unbedingt Blockbustern. optisch alles mehr so schön aus, aber trotzdem ist es einfach von der Gestaltung Vor her allen macht es alles Dingen übelst viel auch Sinn. als 3D-Spiel hätte man ja auch echt das Problem. Ich habe ja einmal
Dieses Soul Reaver oder was du hier hattest, Legacy of Kate oder so, wie ich das gespielt habe, sah alles gleich aus, war alles so Ja. korridormäßig und so. Und Es war alles flach vor allem. ja, bei Zelda, du hast eine Welt, wo du, die du wiedererkennst. Auch wenn sie jetzt 7 Jahre alt hattest oder so, aber du hast die Welt und du verläufst dich da nicht, weil es gut designt ist. Du weißt, da ist das und das und hier und das. Und ich hatte echt in dem Spiel niemals, niemals das Problem irgendwie, dass ich nicht mehr wusste, wie ich zurückkomme irgendwie zu einer anderen Location. Ich wusste, da sind die Goronen sind hier mit dem Gang bei den verlorenen Wäldern sind die irgendwie verbunden mit dem Zora-Reich. Du kannst vom Zora-Reich irgendwie den Fluss runtergehen, dann bist du wieder in der Steppe und von der Steppe kommst du in die Wüste und hast ihn nicht gesehen. Also es war alles gut strukturiert. Also es hatte eine große Spielwelt, die in sich schlüssig war. Weißt du, was ich gerade voll weird finde? Nein. Das Quest, um in den, also mit dem Brunnen, um halt das Auge der Wahrheit zu Um bekommen. das Um in den Brunnen zu kommen, abzupumpen, meinst du? musst du ja die Hymne des Sturms spielen. Ja. Und du lernst die ja in der Zukunft, weil in der Vergangenheit Link sie gespielt hat. Ja. Und das ist ja eigentlich quasi, wenn er es nicht getan hätte, hättest du nicht von dem Lied erfahren und könntest dann nicht in die Vergangenheit zurückreisen, um es zu spielen. Das heißt, es ist eigentlich voll unlogisch. Weil wie soll es passiert sein, wenn du das Lied gar nicht erst gelernt hast? Weil du lernst es ja in der Zukunft, weil Link quasi es in der Vergangenheit schon gespielt hat. Dadurch lernst du es. Und dann reist du quasi in die Vergangenheit und spielst überhaupt erst selbst diese Rolle, dass du Link bist und es Ach spielst. so. Das ist voll weird Ist es eigentlich, ne? so? Als Erwachsener lernst du die Hymne des Sturms. Ja, dann meint er doch Der so, siebenjährige ja, Rattengesicht von damals kam genau. ein und hat hier ein Lied gespielt. Ja, klar, es ist ein bisschen twisted, aber wie gesagt, auf so eine Sache können auch Aber Leute es ist nicht kommen. auch geil gemacht, ne? Du spielst das dann, dadurch kommt Sturm und treibt quasi die Windmühle an, Die pumpt beziehungsweise das. Wassermühle, Ja, ja. die pumpt das Wasser ab und du kommst dann in dieser Brunnen war ja auch gruselig und dann kommst du halt im Ja. nächsten Land. Ja, aber diese Überhaupt, ganzen. das Spiel war extrem düster, irgendwie für so Ja. ein Nintendo Das A-Title. wurde ja sogar noch zensiert in Deutschland und in Europa. Das Blut wurde ausgetauscht. Es war in den japanischen Versionen rot. Ja. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Es gibt 3 oder 4 verschiedene Versionen von Zelda. Ocarina of Time. Gab auch ein goldenes Modul und so. Es gab irgendwie Erstauflage. Und das Blut ist Die bei uns grün. spezielle Muizin-Gesang-Version. Genau, gibt's ja auch noch, ja, klar. Aber nee, früher war das Blut dann halt rot und in den europäischen Versionen war es dann grün. Sieht auch bei dem Ganondorf-Kampf. Und es gibt, glaube ich, auch eine Version, da ist gar kein Blut mehr drin. Ist es bei der 3DS-Version so? Gibt's da Ich finde Schleim? das dann auch ekelhaft, dass dann Ganondorf einfach so grünen Schleim auskotzt. Ja, wirkt dann wie so alienmäßig, ne? Und nicht menschlich. Ja, Aber oder als wäre es einfach Kotze oder so. diese Brunnen, kennst du in diesem Brunnen diese komischen Strohhaufen? Da ist Ja, da auch ist immer Blut, noch da Blut ist drauf, Blut ja. drauf und da frage ich mich, weil das sieht dann Ja, wieder schon krass aus. aber das ist quasi nur Kulisse. Also du siehst ja nicht, wie das aus irgendwelchen Features rausspritzt, wenn du da drauf haust oder so. Aber trotzdem, das finde ich schon ekelhaft. Also, ich will nicht sagen, dass das Spiel schlimm ist oder so, oder schlimm inszeniert ist, aber das wirkt halt schon düster. Und Ja. Majora's Mask ist noch viel düsterer, finde ich, als Ocarina of Time. Majora's Mask finde ich eigentlich, na geht. Ich meine jetzt von den Story-Zusammenhängen. Der Typ im Ja, Schrank, das ist richtig ja, sick. das ist richtig krank. Aber in Sowas Majora's ist krank. Mask, auch wenn du da auf Gegner drauf haust, ich weiß nicht, ob das Blut sein soll, aber es kommt doch so rotes Blaues, ja, das ist Zeug Blut. aus dem. Das ist bei Ocarina of Time ja auch so. Ich habe das quasi immer mehr so als Effekt, ja. was Ist auch, Feuermäßiges aber es irgendwie soll Blut identifiziert. darstellen. Strange, strange. Was ja später ganz entfernt wurde bei Skyward Sword oder Twilight Princess. Das sind ja Ja. gar keine Effekte Das mehr, sind das einfach ist nur irgendwas so drauf. Lichteffekte im Ja, Meer. einfach nur so Blitzen oder sowas. Auf jeden Fall, Ocarina of Time sollte man gespielt haben. Wenn ihr es nicht gespielt habt, macht's auf jeden Fall. Es ist ein gutes Spiel. Ja. Eins der besten Spiele auf jeden Fall. Nicht nur eins der besten Zelda-Spiele, sondern generell Ja, eins der. generell eins der Spiele, Ja. die ich sagen würde, eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Auf jeden. Und ich habe ja ein relativ großes Spieleportfolio. Du ja auch. Ja. Ja, Majora's Ich Mask, muss. der kleine hässliche Bruder, wie ich sage, von Ocarina of Time. Oh, das ist gemein. Ich weiß, dass es gemein ist, aber Für es. mich ist es echt irgendwie Nein, für mich ist es was so. voll Ja, Eigenes, für was man dich, gar nicht du vergleichen bist da nicht kann. einfach objektiv genug, weil du hast es als erstes gespielt. Ja, aber Und. ich sehe es nicht mal. Mittlerweile bin ich echt so drauf, dass ich gar nicht mehr sage, so, ja, das ist besser oder das ist besser, weil ich finde, Majora's Mask ist so extrem anders. Ja, du Und kannst es viele nicht sagen so, ja, das vergleichen. ist voll der Abklatsch, weil es irgendwie Sind gleiche Charaktere Charaktere, reused oder so. ja.
Aber das hat ja nichts mit Gameplay zu tun oder so. Nein, 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 Vom bei Gameplay weitem her und nicht. der Welt her ist es so extrem anders als alle anderen Zelda-Teile, dass man es echt nur schwer vergleichen kann. Ja, aber es ist auch düsterer, finde ich. Vom Deshalb. ganzen Zusammenhang ist Und es was man düster. dann lieber mag, keine Ahnung, spielt ja keine Rolle. Zum Beispiel, dass dieser Mikau, dass der irgendwie stirbt und sich noch an den Strand schleppt und so und dann Ja. verreckt Ja, wir können ja elendig. erstmal erzählen, was es mit dem Spiel auf Also du hast sich gerade hat. abgestritten, dass Ocarina of Time düsterer ist, hast du gesagt. Und da habe ich gesagt, mal, du hast es düsterer, dann meinst du, nein, warum denn? Spul Ja, zurück, Leute, 3 Minuten. ich. Ich sag's 3 Minuten. Na, ich erinnere mich daran, es ist ja noch nicht lange her. Was Nein, denn? aber Was ist nicht dass länger? wir das gesagt haben. Ja. Aber ganz ehrlich, also Doch, keine schon. Ahnung, dass Oder wir. der Affe, der Ja, in diesen Topf da es gibt so reingezogen. Diese einzige, Komma, einzelne Alter. Sachen, wo du denkst so, Nein, nein, das ist wow, anders krank. inszeniert. Lässt mich vielleicht mal reden, Alter. Es gibt immer so Sachen, wo du denkst, okay, das war jetzt schon strange irgendwie, sowas in einem Zelda-Spiel. Aber ich finde, so generell so Sachen, die passieren in Ocarina of Time, eigentlich krasser, weil sie viel größere Ausmaße haben. Zum Beispiel, dass Hyrule einfach komplett verwüstet ist und da Zombies rumrennen. Da denkst du schon so, wow, Ja, aber. shit, Ganondorf hat echt hier Aber. irgendwie alles verwüstet. Und bei Majora's Mask ist es so, oh, das Schicksal von einem Charakter ist irgendwie voll scheiße. Weil. Ja, aber was ist. Aber was ist schockierender, wenn du einfach siehst, oh, da sind Zombies, Es du ist rennst an die schockierend, vorbei, oder was ist schockierender, wenn die es ist Kamera eine auf andere Art jemand. von Düsternis, Ja, es aber ist schon heftiger. ich finde. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon beschrieben. Also ich hatte krassere Gefühle in der Ocarina of Time, als irgendwie die ganze Welt im Arsch war, dein einziger Rückzugspunkt quasi eigentlich Kakariko war und dann kommst du da hin und Kakariko steht in Flammen. Das war für mich echt so vom Feeling her so, boah, Ja, alter, dann war epic. das, dann war das dein persönlicher Magic Moment. Aber Ja, Majora's Mask ist von der Grundstimmung halt viel düsterer, weil ich würde. schon allein, dass es quasi so eine Weltuntergangsstimmung hat die ganze Ja, Zeit, schon so der allein ist Mond diese. stürzt Ja, ab zum und. Beispiel diese ganze Kacke. Dieser Mond grinst sich die ganze Zeit ab und so. Du hast ein Zeitlimit, was begrenzt ist. Die ganzen. Es gibt Ja. viele Charaktere, die strange sind. Es gibt einen Charakter, der hat einen Vogel, der beklaut dich. Und dann verkauft er deine Sachen wieder in einem Das ist so Shop. geil, Wieder in einem Shop und so. Und keine Ahnung, es ist Also einfach. wie gesagt, die Story ist ja irgendwie am Anfang, es spielt nach Ocarina of Time. Link reitet auf Epona durch den Wald. Auf der Suche nach einem alten Freund, damit Du es willst das wohl. jetzt alles zusammenfassen? Nein. Damit ist wohl das Horror Kid aus Ocarina of Time gemeint. Und das Horror Kid hat aber irgendwie eine Maske geklaut von einem Maskenhändler. Und das ist Majora's Mask, halt irgendwie eine verfluchte alte Stammesmaske. Und das finde ich auch doof an dem Spiel. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass Ganondorf eigentlich ein cooler Bösewicht war, weil er echt nicht so gesichtslos war. Und für mich war Sora Kid einfach derbe gesichtslos. Es sieht cool aus und so. Die Maske ist badass irgendwie und so. Aber Ja. im Prinzip, das Sora Kid an sich hat ja nicht viel Charakter irgendwie. Du kriegst da von seinem Charakter nichts mit, weil es wird einfach kontrolliert von der Maske. Ja, aber du siehst ja trotzdem, wie das Horror Kid aufwächst, dass es eigentlich ziemlich Ja, klar. fröhlich war und dass es diese beiden Feen bei sich hat, wovon die eine Fee bekommt Trotzdem musst du im sagen, Spiel. dass Ganondorf einfach ein coolerer Bösewicht ist. Er hat echt irgendwie so eine Identität halt irgendwie. Ja, die Heranführung an Ganondorf ist halt cleverer gemacht als an Horror Kid. Beim Horror Kid ist halt eher so, dass diese ganze Weltuntergangsstimmung im Vordergrund steht und nicht der Ja. einzelne Bösewicht. Und bei Ocarina of Time ist es so, halt, dass alles sehr fixiert ist auf dem Bösewicht, der die Welt ins Verderben stürzt und nicht die Welt an sich selber Ich durch meine, Horror Kid, Bullshit. es ist auch so eine komische Sache, weil das Horror Kid, irgendwie ist es schon der Charakter vom Horror Kid, wenn es redet und so. Du merkst, dass es auf jeden Fall das Horror Kid ist. Es wird nicht direkt komplett gesteuert von der Maske, aber die Maske verstärkt irgendwie quasi das Böse in ihm, dass er irgendwie dazu angeleitet wird, böse Sachen zu machen. Aber Majora Ja, selbst, du sagst keine später. einzige Line im ganzen Ja. Spiel oder irgendwas. Ja, aber ganz ehrlich, das lockert das Spiel auch wieder ein bisschen auf, weil wenn es jetzt Majora's Mask und dann wäre das quasi Ganondorf Ja. als 14-jähriger Typ irgendwie oder so, das wäre einfach lächerlich gewesen, finde ich. Und deshalb ist Majora's Mask für mich dann auch was Besonderes, Ja, weil es klar, halt auf einen jeden anderen Fall. Bösewicht hat, die ganze Grundatmosphäre anders ist und Das finde ich auch Es richtig hat halt geil. so ein, es hat auch so einen psychologischen Horror für mich irgendwie. So ein bisschen so eine psychologische Kriegsführung, die da gespielt wird, weil dir wird das alles Ja, so vor allem. häppchenweise zugeworfen
Und dann musst du echt selber reflektieren und je nachdem, wie du es Vor allem das aufnimmst. Horror-Kit, wie gesagt, das bewirkt halt, dass der Mond langsam auf die Welt stürzt. Und der Mond sieht übrigens richtig fucking creepy aus, weil er irgendwie voll die Da Fratze hatte er hat. früher kein Gesicht. Die haben das ja erst später designt, dass er ein Gesicht hat. Also Ja, im ne, ersten okay. Artbook hatte der Ach Mond so. kein Gesicht. Ja, aber dadurch sah er dann halt richtig ekelhaft Ja, aus. jetzt sieht er halt böse aus. Ja, und dadurch hat man halt dieses Zeitlimit von 72 Stunden, beziehungsweise 3 Tagen, in dem man es durchspielen muss. Und am Ende der 3 Tage geht dann halt echt die Welt unter, wenn man das Spiel nicht geschafft hat. Dadurch hat man irgendwie die ganze Zeit voll den Zeitdruck, Ja. aber auch nicht wirklich, weil du lernst irgendwie im ersten Cycle schon ein Lied, womit du die Zeit verlangsamen kannst, und dann läuft sie echt so lahm, dass du für alles genug Zeit hast. Ja, aber dann hätten sie das auch, das Gadget, also dieses System wieder rauslassen können. Aber es ist echt ein Es geiles nervt. Feeling, Ja, weil, aber ganz ehrlich. klar, es ist nervig, aber irgendwie ist es auch geil, weil du kannst echt den Charakteren folgen und kannst gucken, was die an allen 3 Tagen machen. Und du Ja, weißt dann, okay, dafür der ist und der es, für die Charakter geht. Charakterentwicklung ist es nett. Ja, und es gibt ja auch, in der Stadt gibt es ja ewig viele Sidequests irgendwie, die echt die Charaktere über alle 3 Tage verfolgen. Das finde ich auch besonders an dem Spiel, dass es Schon allein halt. dieses Hochzeitsmaskenquest irgendwie. Du musst erstmal am Anfang musst du dich. Du musst in der ersten Nacht musst du die Oma retten vor diesem Dieb, der ihr die Bombentaschen klaut. Und dann kriegst du dadurch die Bombenmaske. Okay, das musst du nicht mal für die Bombenmaske machen, aber wofür musst du das überhaupt nochmal machen? Ich kann ja nicht folgen, ich habe da nicht so, ich bin nicht so in der Materie drin von dem Spiel. Ich weiß nicht, warum man die Oma retten muss für die Hochzeitsmaske. Du brauchst einfach nur diese Steinmaske. Und dann musst du vorher, du musst die Fuchsmaske auch irgendwie kriegen. Warum das denn? Brauchst du die nicht? Die brauchst du, um dieses Quiz zu machen bei dem Fuchs immer. Aber der Typ heiratet die doch. Jetzt hast du dich aber verzettelt, ne, mit deinem Quest. Auf jeden Fall, was der Grüne sagen wollte, es gibt Auf jeden halt Fall, jetzt du eine brauchst die Questreihe, Steinmaske, die um dann relativ. in den Bau von dem Dieb reinzukommen, ne? Ja, von so einem anderen Dieb und dann kannst du diese Hochzeitsmaske kriegen. Dann musst du, spielst auch ganz kurz einen anderen Charakter. Aber das ist halt so verstrickt in dem Spiel. Es gibt halt diese ganzen Charaktere, haben alle eine eigene Story und verhalten sich. Und aus den Verhaltensweisen kannst du halt irgendwie ein bisschen ablesen, was du tun kannst. Oder mit verschiedenen Masken kannst du das halt kombinieren, um halt Geheimnisse aus denen rauszulocken oder halt um Nebenquests zu machen mit den Charakteren. Und da gibt's halt echt so Tauschreihen, es gibt dann halt echt Sachen, die du halt dann echt beachten musst irgendwie. Es gibt Leute, die du finden musst an bestimmten Positionen zu bestimmten Tageszeiten oder so. Das Geilste ist ja auch, was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben. Das Spiel heißt ja Majora's Mask, und das ist ein ziemlich großer Teil von dem Spiel, geht halt auch um Masken irgendwie, weil da halt gerade Karneval ist in dieser Welt. Und diese Masken, also die meisten haben echt irgendeine Fähigkeit, die man irgendwie benutzen kann, halt Ja. für irgendwelche Sidequests oder so. Und es gibt halt 3 Hauptmasken, die echt gameplay-mäßig total extrem ausgenutzt werden in den Dungeons. Ja. Zwar am Anfang ist man ja, wie gesagt, das Horror-Kit verhext einen und man wird zu einem Deku und kann dann halt Seifenblasen schießen Und auf Wasser und auf springen. Wasser rumhüpfen. Und mit Blumenpropeller-Dingern fliegen. So Zum jetzt. Hubschrauber, den ihr habt. Ihr könnt Ja. in so Dekoblumen reingehen und euch dann nach oben katapultieren und ein Stück gleiten. Und dann kriegt man noch einen Goron und der ist ja richtig geil. Man Findest kann, du? ja, weil das Rumrollen Ja, ist ja mega fett. der Skill ist nett. Ja, man kann Und halt dann rumrollen und wenn man eine Zeit lang rollt, fährt er so Stacheln aus und wird extrem schnell. Und da gibt es auch so ein Parcours am Schluss des ja, es Spiels, der gibt ist damit echt schwer. Parcours, die man machen muss. Es Ein gibt dann sogar ein Rennen. Das Goron-Rennen. ist geil. Wenn man das gewinnt, bekommt man Goldstaub, womit man sein Schwert aufschmieden kann. Das Schwert ist so hässlich, ne? Das Das goldene Schmirgelklinge. Schmirgelfinger, ja. Ich finde das Razor Sword geil. Ja, aber leider geht das kaputt nach 100 Schlägen Ja, oder was so. sieht geil aus. Ja, sieht echt cool aus. Das gibt's auch auf vielen Artworks, ne? Ja, Von. Elfenschwert heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Nee, Elfenschwester, ist dieses Pinke, oder nicht? Nein, das ist das Feenschwert. Fick Das dich doch mit bekommst du diesem ja, wenn du scheiß alle Namen. Feen sammelst im Felsenturm-Tempel. Nee, Piki Berner. Nee, Felsenturm. Echt? Was kriegst du dann bei dem Eis dann? Große Magieleiste, glaube ich. Das ist ein Scheiß. Ja, was. Ja, im Waldtempel, wenn du da Ach alle ja. sammelst, kriegst du die große Nee, Wirbelattacke. genau, Das ist immer voll der Scheiß. das war noch mein Manko bei dem Spiel, ist das mit dem Zeitsystem. Wenn du in einem Dungeon bist oder so, wird der ja auch zurückgesetzt, wenn du es nicht schaffst in 3 Tagen. Ich hatte es bei der Schädel, bei den, dieser Schädelbruchtempel ist sowieso der Aber schlimmste im ganzen Spiel. das Hauptitem behältst du ja. Ja, trotzdem ist es ätzend. Also Ja, keine ja. Ahnung, es ist.
Das ist ein Bullshit. Hätten sie in den Tempel das Zeitsystem ausgemacht, wäre es okay gewesen. Dann wäre das Spiel echt besser gewesen. Aber du kannst ja immerhin, kannst du auch so speichern an den euren Ja, in den Statuen. neuen Stadt. Es Das habe ich am gibt. Anfang nicht Ja, gepeilt. das ist scheiße. Genauso wie ich es nicht gepeilt habe. Bei Ocarina of Time ist Also es so, wenn steht auch man. vor jedem Dungeon, steht so ein Ding rum. Ich weiß, aber bei Ocarina of Time war es auch so, du visierst jemanden an, um jetzt ein Item aus der Flasche zu geben, visierst jemanden Du an und benutzt das einfach, ja. du drückst den an und dann zeigt Link das automatisch bei Ocarina of Time. Bei Majora's Mask ist es aber so, in einer Wolltest du der Hexe den Textbox, Trank geben, genau, ne? in einer Textbox ist es dann so, dass du dann halt in der Textbox angeben musst und dann den Pfeil. Und ich habe das immer gemacht, ich visiere die Hexe an, will sie heilen mit so einem Trank, die irgendwie verwundet ist oder so. Dann Und hast dann du ihn dann trinke ich den selbst Trank, dann getrunken. muss ich dann wieder aus dem scheiß Wald raus. Nur weil die haben so ein Steuerungselement, was früher in Ocarina of Time wunderbar funktioniert hat, haben sie da Ich finde das ausgemerzt. Neue Wie aber auch Bullshit. gut, nur wenn man dann halt das andere gewöhnt ist, dann Ja, verkackt man für es mich war halt. es halt eine Gewöhnungssache und für mich war bis echt eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich es einfach nicht gepeilt habe. Ich war so automatistisch da drin, dass ich nicht mehr anders reagieren konnte. Und ich habe es echt dreimal falsch gemacht, wo ich dann gesagt habe, hey, warum? Ich glaube, ich habe sogar noch mit dir telefoniert an dem Tag oder so. Und habe dir das auch gesagt, dass ich da immense Probleme mit habe. Und ja, die drei, wir haben den Seine Zora, den Zora-Maske, Zora haben ja. wir noch nicht gesagt. Mit dem kann man extrem schnell Das ist unter geil. Wasser schwimmen, kann Ja. sogar so Delfinsprünge aus dem Wasser Ja, und raus so machen. Schrauben und so ein Schild, ne? So ein Was sogar blaues ganz Energieschild. praktisch ist bei einem Boss. Ja, Ach ja, genau. ey, der Boss mit dem Goron ist ja auch voll lustig, ne? Und dieses Vieh. Ich finde ihn cool. Ey, Gut. ohne Mist, das ganze Boss-Design in dem Spiel ist so abgefuckt, finde ich. Es Ehrlich, ist aber geil, weil ich finde die das echt Boss-Design anders sind. scheiße. Echt? Ja, ein Wo toll fucking. war, also kann, finde ich auch richtig komisch. Ja, aber ein fucking Ochse, der als Element Blitze schießt und vor dir weg, Ja, der kann ja und? nichts, der läuft ja nur vor dir weg. Die Ja, Bosse aber können es nutzt effektiv halt die nichts. Fähigkeiten von Goron, weil du halt hinter ihm herrollen Ja, und aber ihn umboxen musst. es ist fucking langweilig. Also Ich fand den Boss ich cool. finde die Bosse im Spiel Fand nicht ich eher gut. Georg scheiße. Ich fand alle Bosse scheiße, ehrlich gesagt, bis auf Du den musst ja. Final Boss. Von dem Majora's Mask finde ich echt von den Bossen. Die Minibosse waren geil bei Majora's Mask. Ja. Dieses Schwabbelfieder, wo du die einzelnen Sachen, das Also. war ja von den Link to the Past auch geklaut. Dieses Ja, Wasservieh mit diesen Augen oder was das war. Das fand ich richtig geil in 3D, mit diesem oder die fetten Auge in der Geckos. Mitte und dann fliegt das runter und rast da rum. Oder diese Geckos, den, der Ja. auf einer Schildkröte reitet, den Genau. mit dem Schleim. Genau, Der in dann. dem Schleim war auch richtig assig, ne? Ja, der Und konnte dich da irgendwie, der musste reintiefen, auch dich die ganze vereisen Zeit oder so. zusammenboxt. Ja. Du Ja. musst den vereisen und dann fällt er von der Decke vereist runter und zersplittert ihm ganz viele Schleimblobs Ja, halt. deshalb, ich fand die Minibosse bei Majora's Mask besser Design als die Ohne Haupttempelbosse, weil die fand ich Scheiß, scheiße welchen Boss enttäuschend. ich am behindertsten fand, obwohl er eigentlich beeindruckend war, war Ach ja, Moldorn. Twin Nova. Nee, da heißt er nicht Moldorn. Diese, wie heißt die? Twin Twin Mold. Mold. Diese beiden Würmer. Ja. Ja, der war voll easy, ne? Wenn du in Der. den Kampf reingehst, denkst du halt echt so, boah, voll beeindruckend, voll die Das. riesen Würmer, aber dann benutzt du ja die Giants Mask, wirst du riesig und dann ist es echt, Aber als du. würdest du gegen zwei Aber normal große du musst Würmer aber wieder kämpfen. zugeben, Miniboss, dieses Fledermaus, viel Der geiler. war richtig Die geil. Minibosse sind bei Majora's Mask Oder einfach auch besser. diese Garros Meister waren Ja, mit den auch zwei cool. Klingen, ne? Die waren stylisch. Wie gesagt, das meinen wir dick dazu. Ich finde die Bosse scheiße. Die Hauptbosse finde ich nicht gut gemacht. Aber die Windmold fand ich richtig scheiße, weil der fliegt ja die ganze Zeit nur rum und du musst einfach nur auf die Köpfe draufhauen. So langweilig Ja, und aber sinnlos. hier Georg ist auch scheiße. Der macht nichts anderes als kleine Aber der Fische ist zu spammen. wenigstens Der ist hart. asozial. Der ist Der ist schwierig. assig. Du musst ja echt Ja, aber. mit einem Hechtsprung aus dem Wasser raus Ja, und. und wenn du es verkackst und gegen die Wand schwimmst, dann kriecht er dich Ja, und dann mit dieser beißt auf hakligen, dir und rum. dann teilweise mit dieser hakligen Zora-Steuerung. Also ich finde die Bosse halt vom Design her finde ich die okay. Sehen jetzt vielleicht nicht oberhammer geil aus, aber ich finde die vom Kämpfen nicht schön. Da Und fand der ich in Zora Ocarina war of eigentlich auch Time. echt immer, ne? Weil der konnte noch diesen Der konnte Elektroschild um sich rum Bumerang machen und mit konnte den seine Flossen wie aus Flossen Bumerang schießen und werfen. auch schlagen und treten. Ja. War eigentlich eine ziemlich cool. Aber wenn er einmal Aber Feuer der gefangen. Corona hat mehr reingehauen im Kampf. Ja, und wenn der Zora einmal Feuer gefangen hat, dann ist Direkt der. tot. Bist du direkt Genau wie der irgendwie. Deku. Ja? Ja, und der Beide sind das. Corona, wenn er ins Wasser gefallen ist. Auf jeden Fall Ja, cooles Spiel. Es Majora's hat Mask echt. so ein kleines Sorgenkind bei mir. Also Ja. ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel Das ist ist. halt Es ist echt auf jeden was Fall cool. Besonderes, weil es Aber halt echt neue das Problem ist, Gameplay-Elemente ich kann eingebracht Majora's und so. Mask nicht so oft spielen wie Ocarina of Time. Weil bei Majora's Mask muss ich echt mich Ja. auf meinem Hosenboden setzen und sagen, komm, du spielst das Spiel jetzt durch, du lässt dir Ja, da man Zeit, muss weil sich du da lässt es dir echt nicht vermiesen, durchbeißen schön Scheiß. teilweise. Und wenn ich dann schon wieder denke, so Icania Canyon, scheiß Brunnen oder so, dann habe ich wieder so eine Fluppe, habe ich schon wieder so eine schlechte Grundstimmung, weil bei Ocarina of Time ist es nicht so. Da gibt es nicht eine Stelle, okay, vielleicht das. Ich finde Icana Canyon an sich so sogar ganz Geil, cool. ja, Ich finde aber. auch das Schloss cool, das man durchspielt, aber den Brunnen. Ich Ja, hasse der den Brunnen Brunnen. ist ätzend. Du musst. Oh, Und ich ich bin hasse die eine Mumie. Ich möchte gerne was Zora-Eier. Kleines, Krabbeliges haben. Zora-Eier. Oh ja, Zora-Eier sind auch auch ein. Abfuck. Ohne Scheiß, dieses Piratenversteck. Das ist ja fünfmal eine Ebene schlimmer als Ja, als die Gerudo-Festung. Gerudo-Festung, ja.
dann muss man sagen, da sind wieder so extreme Einschnittpunkte in Majora's Mask, wo ich dann echt überlege, so muss ich mir das antun, obwohl das Spiel an sich sehr schöne Sachen drin hat, sehr gute Sachen drin hat und atmosphärisch auch Ja, sehr die viel Tempel bietet. selbst sind auch irgendwie übertrieben. Also, Ja, die sind schwierig, die sein. klar, der Dämmerwald-Tempel Ja, der ist ist billig, easy. ja. Pikebernia ist schon ein bisschen schwieriger, geht aber noch. Aber Aber der Ulturm und Schädelbucht. Schädelbucht, ich hasse den Schädelbucht-Tempel. Ist wie der Wassertempel, nur schlimmer. Also wer Fels beim im Sturm Wasser, geht dann eigentlich auch also wieder, wer beim finde Wassertempel Probleme hat bei Ocarina of Time, spielt den Schädelbucht-Tempel, ihr werdet kotzen. Mit diesem großen Rotations, mit Wobei. diesem blauen und roten und grünen Ja, der ist Runden. halt knackig, aber ich habe da nie irgendwie das Problem, dass ich einen Schlüssel nicht finde. Ich habe beim Wassertempel habe ich immer das Problem, dass ich einen Schlüssel vergesse, wo der ist, und dann muss ich erstmal durchdenken, so, hey, okay, es gibt da einen Schlüssel, da, welchen habe ich jetzt, welchen habe ich noch nicht. Das hat nichts mehr damit zu tun, aber ich kann mich noch erinnern, wo wir mal Twilight Princess irgendwie abwechselnd durchgespielt haben, hier an Dungeon, und ich habe dir zu dir gesagt, so, der Ich hing an Wassertempel, dem. ja, und ich habe dir Und ich vorher meinte nicht, so, hey, ich finde den genau, gar und nicht das so war nicht so schlimm. geil, ich habe dir vorher gesagt, so, boah, der Wassertempel war Twilight Princess, ich finde den extrem zum Kotzen, und du so, ne, der ist nicht schlimm, und so, du hingst da echt 4, 5 Stunden in diesem verfickten Tempel, und du hast genau das gleiche Problem wie Hing ich, da weil echt alles rund übelst, ist, ja. diese Grau, der Mitte Vor ist allem, da rund sieht und auch alles alles ist gleich geil, aus, ne? ja, in Es diesen gibt ja Hütten und diese so drei Scheiße, Abzweigungen ja. so, Ich habe mich und so die sehen aufgeregt. jeweils alle gleich aus. Ja, also Twilight Princess Wassertempel, richtig kotzig. Und Das ist du, übelst. Und der ist und auch so scheiße designt, ey. vielleicht habe ich dir echt ein schlechtes Karma damit übertragen, wie ich gesagt habe, weil ich Keine Ahnung. Probleme hatte. Aber du hattest Ich auf jeden Fall auch Probleme. Und das war ich bin auch genauso. froh. Ich bin Das froh war gewesen, dass du auch genauso gesagt wie hast. Gwyn, als wir Ja, Dark im Souls letzten, wo gespielt ich haben, gesagt ne? habe, der ist nicht einfach. Und du so, doch, doch. Ich fand den beim ersten Mal und im New Game Plus hatte ich so kein Problem Ja, und mit dann dem. so vor für Effekt. Ich sag mal, der ist schwierig und Und dann dann verkacke ich so sagst du. übelst. Und so war das auch da, weil ich hatte keine schlechten Erinnerungen an diesen Tempel, außer Ja, dass er langweilig war. und Und auf dann einmal hast du hing das ich komplette übelst lange da Chaos, dran. genau wie ich. Und ich glaube, ich habe dir sogar noch geholfen, weil ich irgendwas gesehen, ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich glaube, du hast echt irgendwie so auch so ein Bullshit übersehen, den man typisch übersieht in so Tempel. Ja, So keine irgendwie Ahnung. mit dem Enterhaken nicht auf einmal irgendwo hochziehen kannst, dann landest du im Ja, Wasser oder so. sowas war Sowas das. war das, weil du eine Truhe gesehen hast, dass es da eine Truhe im Raum gab, aber du wusstest nicht, wie du da hinkommst. Es war richtig verworren. Ja, Ja, Majora's willst du über Mask. Twilight Princess reden? Komm, Oder noch Wind Waker? reden wir erstmal über Wind Waker. Ja, Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker. Für Windows 7? Nein, Schatz. Wind Waker. Boah, wir quatschen bestimmt schon über eine Stunde, ne? Ja, anderthalb. Boah. Leute, ey, kommt echt auf eure Kosten. Das werden bestimmt zwei Parts. Ich muss mal gucken. The Legend of Zelda Wind Waker. Ja, das war ja dieser Skandal mit dieser. Was? Das war nicht die Tokyo War Games schön, das Spiel, Show. ne? Nein, aber wo vorher der Trailer gezeigt wurde vom neuen Zelda. Der Ja. ursprüngliche Zelda Es Trailer. wurde ein Trailer gezeigt und so Nee. pseudorealistischer Grafik. Damals sah es richtig geil aus. Ja, Wenn du es dir das heute heute nochmal eigentlich so anguckst, lasst, ne? Ich habe mir den da bist nochmal du ja echt angeguckt. froh, dass das Spiel quasi nicht so aussieht. Na wohl, nee, wer weiß. Ja, sieht man halt, wie Link gegen Ganondorf kämpft mit Schwertern und Also Pferd bei diesem Prototyp-Trailer ja, für das nächste und Zelda-Spiel. Ganondorf meint so, ja, so macht so eine Handgeste, so komm her, und dann schmeißt er sein Schwert Ja, weg und und kämpft wechselt zweihändig zweihändig, ja. oder behält den Der Schild will an. halt mehr Damage. Nein, er schmeißt den Schild weg. Ja, und dann wechselt zu zweihändig und greift damit so voll badass an. Ja, Trailer Und zu dann Ende, dachtest du 30 echt so, Sekunden. fuck, ich will dieses Spiel haben. Und dann irgendwann kam der erste Trailer von Wind Waker, wo irgendwie Link über einen Abgrund springt und von den Moblins verfolgt wird, und die fallen dann alle so heulend in den Abgund, und Link zwinkert dann so in die Kamera. Wie gesagt, Ich habe mich echt verarscht gefühlt, als ich das gesehen habe. ja, Nintendo tritt einem mal gerne in die Eier. Mit Nein, aber Anlauf. ich habe, also Wind Waker, ich habe mich nicht großartig informiert über das Spiel, muss ich sagen. Ich wusste halt, dass es halt einen stilistischen anderen Eindruck vermittelt, als man vielleicht gewohnt ist, dass es sehr Cell-Shading-lastig ist. Aber wir haben es das gleichzeitig gut. Ich habe es einen Tag eher gut als du. Ich In habe Wind Waker gibt es keine Raubschleime, ne? Nein. Es gibt Ratten, Ey, die. dabei Es magst gibt. du die doch so Es gerne, ey. gibt. Halt die Schnauze. Es gibt Ratten. Es gibt aber Ratten, die können eine Rubine klauen. Zurück zum Punkt. Also, ich hatte Wind Waker einen Tag eher als Greedo. Und da haben wir uns eigentlich gerade erst so richtig kennengelernt, eigentlich, ne? Es war so die Zeit, wo wir dann Ja, irgendwie ja. mehr miteinander rumgehangen sind und so und uns von unserer damaligen Gruppe so ein bisschen Man abgesondert könnte haben. quasi sagen, Das ist der Beginn unsere unserer Freundschaft Freundschaft. basiert quasi auf Wind Waker. Also, seit 2003. Das hört Scheiße, sich das richtig ist verdammt schwul an. deprimierend. Was? Das wird Auf seit. Wind Waker. Ey, wir sind 10 Jahre befreundet. Wir haben unser Alter. 10-jähriges. 10-jähriges. Auf weiter Unser soll 10 Jahre. zehnjähriges Jubiläum. Also der Channel ist nicht 10 Jahre alt, aber wir kennen uns jetzt schon 10. Ey, krass, 10 Jahre. Guck mal, Das ist aber echt witzig. es kommt mir aber immer. Mir kommt es auch irgendwie lang Ja, vor. mir kommt es länger als dir immer. Aber egal. Was? Wollen wir jetzt weiter über Wind Waker reden? Verdammte Scheiße.
Ja, Wind Ja, Waker. okay, im Prinzip kannten wir uns ja auch schon länger. Ja, klar, länger als. Aber Aber da, ja, da, das ist so da haben das. wir uns dann verliebt. Das ist so dieser Einschnitt. Möchtest du was zu sagen? Wie findest du Wind Und Waker? also, ich find's cool. Echt? Das ist gelogen. Nein, ey, du musst doch einfach mal sehen, als wir es echt neu hatten, haben wir Ja, es übelst gesuchtet und auf fanden jeden es auch Fall. geil. Ich war auch, wie gesagt, ich Ich war auch war am anfangs Anfang richtig so drin. skeptisch, weil mir der Grafikstil so nicht gefallen hat und ich so angehypt war vorher von dem Trailer halt, den man gesehen hat, diesen pseudorealistischen. Aber dann, als ich es gespielt habe, konnte mich das Spiel echt trotzdem total überzeugen, sodass mir die Grafik nichts mehr ausgemacht hat. Vor allen Dingen, es läuft ja auch verdammt flüssig, muss ich Ja, sagen. und ich fand Es dann wirkt auch echt das gut. Kampfsystem so extrem geil. Ja, weil sie es verbessert haben. Ja. Mit diesen Kontern, ne? Ja, hast du einen so einen Oberkopfschlag? Ja, kannst du um Gegner rumrollen und ihn von hinten aufschlitzen oder kannst du über ihn wegjumpen und ihm dabei den Kopf spalten? Ja, das ist dann wieder so ein bisschen Timing-mäßig. Und du musst echt Ja. achten, wann du das machen kannst und Aber das dann. war echt das erste Zelda, wo das Kampfsystem echt irgendwie Bock gemacht hat, finde ich. Ja, es war Weil runder. es gab ja auch diesen Challenge Dungeon auf der ersten Insel, wo Ja. du später erst hin kannst, wenn du diesen fetten Kopf da hochheben kannst. Und es war ja knüppelhart, wenn du dann irgendwie gegen fünf Ja. Eisenprinzen oder so gekämpft hast. Aber lustigerweise ist es auch, die haben dieses Gadget echt reingebracht, dass du die Waffen vom Gegner hochheben kannst. Ja, Du kannst sie. es wird überhaupt nicht genutzt im Spiel. Ja, nur für Dekostäbe, die du selber dann Ja. später hast. Aber, oder du musst einmal einen Dekostab abluchsen und dann den anzünden. Es Ja. gibt auch Gegner, die kämpfen mit Dekostäben. Ja. Aber die ganzen anderen Waffen, diese Ja. Großschwerter oder so, brauchst du Die nicht. benutzt. Vor allem kannst du ja nicht. Du kannst sie ja nur in dem Raum benutzen, wo Ja. sie gefallen gelassen wurden. Und du musst ja auch dieses Phantomgarn und Schwert musst du ja später auf so eine Wand werfen, um weiterzukommen. Ja. Um das Siegel zu brechen. Das ist das Einzige, wo es mal benutzt wird. Ich schätze mal auch, sie haben irgendwie eingesehen, dass es komplett sinnlos war, Ja, aber. weil in Ja, es ging nie Twilight darum. Princess war es nicht mehr drin. Ja, es ging auch nie darum bei Zelda, dass du irgendwie die Waffen deiner Gegner nimmst und damit irgendwas tust. Du kriegst vielleicht ein Item in Dungeon, das irgendwie ein Bumerang ist Ja. oder so. Aber Wind Waker, knuddeliger Grafikstil, Story relativ flach. Also die Story hat mich jetzt nicht so großartig mitgerissen, weil Wenn nur fünf Dungeons. es gab, ja, es gab auch in dem Spiel gab es zu viele Pausen. Also ich bin zwar für Pausen, aber dieses Ja, vor allem die Rumgesegel, Pausen bestanden ja ja, nur darin, dass du die ganze Zeit von A nach im B. fucking Blauen rumsegelst, wo Ja, es nichts es gibt. gab viel zu viel Wasser und es war Am viel zu Anfang fand ich es langsam. auch, hat es eigentlich relativ Spaß gemacht, irgendwie Ja. einfach rumzusegeln und zu erkunden, was es so für Inseln gibt. Aber nach einer Zeit hat man auch relativ schnell gemerkt, dass diese Inseln alle gleich waren. Ja. Dass es nirgendwo irgendwas Spezielles Ja, oder dass gab. es einfach nur Inseln gibt, die bestehen aus zwei Dreiecken oder so. Und das war's. Mit ein paar Pflanzen drauf. Es gibt Ja. nichts zu finden auf Ein einem paar Bildschirm. hatten dann irgendwie mal eine Höhle, aber selbst diese Höhlen waren dann Ja, extrem war einfach gleich. nur, Und ja, das Korridor, höchste der Gefühle Korridor, war, dass man Item. irgendwie fett Rubine oder ein Herzteil bekommen hat. Oder irgendeine Schatzkarte, mit der man dann irgendwie Rubine oder ein Herzteil bekommt. Aber neues Element in dem Spiel ist auch, dass ihr mit dem Taktstab, also ihr habt den Taktstab, das ersetzt so ein bisschen die Ocarina, mit dem ihr den Wind befehligen könnt, deshalb auch Wind Ja. Waker. Aber auf jeden Fall, mit diesem Taktstab habt ihr auch, ihr habt eine Hymne, damit könnt ihr dann so kleine Statuen im Dungeon, könnt ihr dann halt besetzen und mit denen rumlaufen. Und das haben sie dann noch gepaart, dass ihr zwei verschiedene Charaktere noch in Dungeons habt, später, in dem Wind-Dungeon und diesem diesen Schatten-Dungeon mit Melody. Und dann könnt ihr halt Melody und wie heißt der andere? Ist das ein Krog? Ja. Ja, ihr habt auf jeden Fall so einen kleinen Krog, so ein kleines Baumvieh, genau, so ein Pflanzenviech, die sind eigentlich wie Pflanzenvieh. Dekos so Ja. ähnlich, nur dass sie anders aussehen ein bisschen. Genau. Und da, den könnt ihr dann steuern und müsst dann halt simultan in Dungeon mit dem Krog agieren, der auch fliegen kann oder auch auf Schaltern stehen kann. Und in dem anderen Dungeon mit Melody, das ist halt so ein wie heißt die? Orni heißen die. Orni, genau, Orni. So eine Vogelrasse, die es bei Wind Waker gibt. Und mit der könnt ihr dann auch Rätsel machen. Und die hat ja auch diese Harfe, die auch Licht reflektiert. Da habt ihr dieses Spiel mit diesen Lichtstrahlen, was ihr schon aus dem Geistertempel von Ocarina of Time kennt, dass ihr mit Lichtstrahlen gebündelt auf Ziele irgendwie zielen müsst, damit irgendwelche Mechanismen aktiviert werden. Aber das war ziemlich schlau gelöst, weil ihr habt dann echt zwei Charaktere. Und mit diesen zwei Charakteren musst ihr dann halt echt in Dungeons agieren. Das hat das nochmal in eine andere Ebene gehievt, das Was ich auch Gameplay. fand, War was ein cool. richtig geiles Item war, war das Dekublatt. Ja, sehr Es ist vielseitig. total vielseitig einsetzbar. Du kannst einmal damit zuschlagen und kannst dadurch Wind erzeugen. Kannst damit irgendwelche Mechanismen betätigen, die halt ein Windrad dran haben. Oder kannst Gegner wegblasen. Es gab ja Ja. so kleinere Gegner, die du damit echt aus der Luft holen kannst, die sonst total nervig waren. Und du kannst damit über Abgründe segeln.
Und das wird dann natürlich noch kombiniert damit, dass du die Windrichtung ändern kannst. Weil Ja. es gibt einen Abgrund, wo du halt rüber segeln kannst, aber der Abgrund ist einfach zu weit, um es so zu schaffen. Deshalb drehst du dann im Wind so rum, dass du Rückenwind hast und kannst dann halt rüber segeln. Das fand ich dann echt schon geil gemacht. Ja, ist ein cooles Item. Ja. Da muss ich auch sagen, war das um einiges geiler als die Items, die man in Majora's Mask in den Tempeln bekommen hat, weil man hat in den Ja, Tempeln hat man ja nur die Pfeile ja, bekommen, ne? Feuerpfeile, Eispfeile. Bis auf im ersten, da hat man den Bogen bekommen. Boah, super. Was quasi dann normale Pfeile sind. Was für ein Scheiß. Ja, Wind Waker auch den Bumerang, wo man mehrere Ziele gleichzeitig aktivieren kann und die dann abgehandelt werden. Also er fliegt dann echt an der in den Bahnen, Ja, wo die Ziele, aber die Ziele waren das da stimmt. automatisch, ihr konntet die nicht selbst setzen, ne? Doch, also du zielst quasi Ja, da und werden fährst die, einfach da drüber und dann genau, werden und die dann werden die auch, automatisch weil markiert. bei Twilight Princess war es ja so, dass du 3 Punkte wählen kannst, die du selber manuell Ja. ansteuern kannst. Aber da war es halt dann so, dass der so ein kleines Auto-Aim hatte, der Bumerang, ihr macht fünf, also ihr visiert 5 Lianen oder sowas an und dann schmeißt ihr den Bumerang und das geht automatisch dann Was man natürlich über auch die. beim Boss in einem Dungeon dann direkt machen musste. Ja, und der Greifhaken war auch eine nette Sache, finde ich. Der, wo man echt an seinem Balken sich hochhangeln kann und Wobei den das auch. Prinzip von dem Boss echt irgendwie total seltsam war, ne? Dass man über den drüber springen muss und so und dass er dann Ja, irgendwie dass du dich das quasi Auge. am Schwanz von dem Drachen, der oben drüber sitzt, Ja. so rumhangelst und dann fällt der runter mit seiner Scholle auf den Boss drauf und das machst du dreimal, damit die Panzerung abgeht. Ja, und danach kannst du ihn Das war so ins komisch. Auge pieksen, indem du das Auge, also indem du ihn an dich ranziehst mit dem Greifhaken und dann ihn bearbeitest Irgendwie mit übelst Schlägen. langweiliger Boss. Aber Was? sah geil aus. Ja, Goma, ne? Goma. Ist so Feuer-Goma-Vieh. Ja, die Dungeons sind durchwachsen. Also der erste Dungeon ist irgendwie noch Es stil, fühlte dieser. sich irgendwie kaum an wie ein Dungeon, ne? Weil Ja, du läufst ist da auch echt so außen durch und und es so. gibt kaum Rätsel oder so. Nö, es ist halt. Es ist echt eher wie so eine Area irgendwie, durch die du durchgehst. Obwohl später die Dungeons, dieser Ja. Götterturm, der hat schon Materie, da merkt man schon, dass ein Dungeon ist und halt auch die beiden anderen Da musst du ja auch Dungeons. diese Statue die ganze Zeit durchlenken und auf Ja, irgendwelche mit Schalter so stellen und so. Laserbarrieren und so. Das war schon ziemlich interessant. Aber auch nervig. Ja, und dann halt, ihr hattet ein Tag-Nacht-System, so wie bei Ocarina of Time, es wurde halt dunkel und hell. Ihr hattet eigentlich Ein nur Wettersystem. die Wettersystem auch, ja, es gab Stürme und Gewitter und Blitz und Regen und hast du nicht gesehen. Ach, und es gab ja, man wurde quasi um einen dritten Tempel eigentlich betrogen, weil man hat ja diese drei Kugeln gesammelt. Genau. Und dann musste man zu Eine dieser kriegt man einen, geschenkt, ne? man musste zu dieser einen Insel fahren, wo die dritte sein sollte, und die waren dann einfach zerstört. Und wie heißt Ichthyosk oder irgendwie so, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, keine Ahnung. Und danach hattest du ja dann quasi den Fluch von Ganondorf auf dir. Und dann hattest du, während du gesegelt bist, die ganze Zeit Ach Sturm ja, dich rum und stimmt, es war die ja. ganze Zeit Nacht. Ja, Was extrem geil war. dann gab es da noch diese Schleicheinheiten in der. Heißt die jetzt Verwunschene Bastion. Bastion oder so, ja. Forsaken Fortress. Boah, also Gehirne sind richtig matschig, ne? Ja. Auf jeden Fall gab es dann halt noch so ein paar Schleicheinheiten, dass ihr dann auch eingesperrt werdet. Auch so Gerudo-Festungs-Style. Es gab so ein paar Sneaking-Missions. Was ist mir noch deutlich aufgefallen bei Wind Waker? Jetzt noch irgendwelche Sachen, die wir vergessen haben, die vielleicht ziemlich wichtig sind fürs Spiel? Ganondorf Man ist eigentlich segelt auf cool. einem Schiff rum. Ja, cool. Ja, und das Schiff kann halt auch, zum Beispiel, wenn ihr Bomben gefunden habt, könnt ihr auch diese Bomben auch im Schiff benutzen. Und ja, können wir machen. Mann, ey. Red weiter. Ja, ihr könnt zum Beispiel die Items, die ihr in den Dungeons gefunden habt, zum Beispiel dieser Greifhaken, den ihr vielleicht kennt, oder wir nehmen einfach Bomben, weil jeder kennt ja Bomben, der Zelda kennt. Bomben, was ist das? Die könnt ihr auf dem Schiff auch benutzen und da könnt ihr halt mit dem Schiff Bomben schießen. Und das sind die ganz Ja, normalen stimmt, das war Bomben, die geil. du normal Oder besitzt. halt Ich hab da. den Greifhaken kannst du benutzen, Genau. um Sachen. Schätze aus dem Meer zu hieven. Ja, auch so ein Element. Es gab Schatzkarten, die ihr finden Aber das war konntet. eigentlich voll der Fluch in dem Spiel. Ja, es wurde halt ein bisschen overused, aber ihr konntet halt. Es gab halt immer so kleine Ringe auf dem Wasser und dann hört man halt so einen Signalton. Und der wurde immer lauter, je nachdem, wie nah ihr wart. Und dann konnte ich halt Schätze bergen, indem man halt diesen Greifhaken benutzt. Ja. So war das damals. Nein, also, wenn man dann die Hauptdungeons durch hatte in dem Spiel, musste man Triforce-Fragmente sammeln und dazu quasi nochmal das ganze Meer abfahren. Man musste erstmal
in irgendwelche Mini-Dungeons, sage ich jetzt mal. Eigentlich waren das einfach nur so Höhlen oder auch ein Geisterschiff. Das war eigentlich ziemlich cool. Das war noch das Highlight davon eigentlich. Ja, es war einfach der Abfuck, weil ich habe die Dungeons durchgespielt. Genau. In denen hat man dann die Maps bekommen und dann musste man zu den Punkten hinfahren, die auf den Maps markiert waren und musste da Schätze aus dem Wasser hieven. Ja, und Aber die Maps, die musste man erstmal bei Tingle identifizieren lassen für massig viele Rubine. Das heißt, man musste nach Rubine grinden war nebenher. das Problem nicht so, dass Ganondorf so eine Barriere gesetzt hat und durch diese Barriere könnt ihr nicht zu seinem Turm kommen, der halt im versunkenen Hyrule unten unter dem Meeresspiegel war? Und um diese Barriere zu brechen, müsst ihr das Triforce komplettieren, was auf dem Boden des Meeresgrund in Truhen verschollen ist. Und um diese Truhen zu finden, müsst ihr halt Schatzkarten haben, die müsst ihr entschlüsseln gegen Geld bei Tingle. Und dann könnt ihr die Schatzkarten lesen, dann könnt ihr Weißt du, halt was ich die mich ganze frag? Scheiße nochmal abfarmen und dann Ja, eure das war richtig 12, nervig. ich weiß nicht, 12, 14, ich weiß nicht, wie viele Teile es jetzt sind. Schlag mich tot. Auf jeden Fall müsst ihr ziemlich viel Kacke machen. Was wolltest du sagen? Es ist ja jetzt das HD-Remake von Wind Waker rausgekommen. Stimmt, für die Wii U. Und es wurde ja gesagt, dass sie irgendwie die Triforce-Suche da verbessert haben. Ja. Wie war das? Sie haben irgendwie den Zwischenschritt rausgenommen, dass du quasi nicht mehr die Karten, also Irgendwas haben sie verändert, ja. Entweder dass das... du die Karten nicht mehr findest, sondern dass du in den Boxen direkt die Triforce-Fragmente Kann bekommst. sein, ich will jetzt nicht So sagen. habe ich das, glaube ich, verstanden. Und dann frage ich mich so, ja, was passiert dann mit den ganzen Truhen? Sind die dann immer noch da und da ist dann was anderes drin oder sind die komplett weg oder was? Das Keine Ahnung. würd mich mal interessieren. Muss Vielleicht ich jemand, der... irgendjemanden fragen. Du musst dir jetzt eine Wii U kaufen, das Spiel. Okay, mache Du ich. hast jetzt einen Grund, dir eine Wii U zu kaufen. Du weißt nicht, was, ob die Scheiße! Truhen da sind oder Ah, nicht. muss wissen, ob es jetzt einen dritten Dungeon gibt. Jabu's Belly. Ja, Es wäre geil, wenn sie das gemacht ja, hätten, aber nicht unbedingt den Dungeon, aber irgendwie ja, aber wenigstens irgendeinen irgendwas dritten Neues. Dungeon. Ja, da können wir auch jetzt vielleicht über das Remake reden. Also das Spiel haben wir auf der Gamescom gesehen. Der Remake sieht ziemlich blurry aus, muss ich sagen. Also die ganzen Farben sind Ja, sehr verwaschen und sehr hell. Das sieht voll grell aus. Hast du mal gesehen? Das sieht verdammt unnatürlich aus. es sieht trotzdem, also klar, Die es ist halt Texturen sind, schärfer, ja, ne? die Texturen sind besser, weil sie schärfer sind. Aber mir gefällt die Aber ich, Urfassung besser. ja, ich wollte gerade sagen, Ja, manche es Sachen sieht sehen echt comic-mäßiger im aus. Originalspiel besser aus, weil Ja. im neuen Spiel dann quasi irgendwie so extreme Lichteffekte sind, Ja, dass es man sieht einfach... geblendet wird oder es ist einfach so hell, dass es wirkt, als wäre es irgendwie neblig Ja, oder es so, ist obwohl es das eigentlich unnatürlich nicht ist. halt. Es wirkt halt echt Man, also so... manche Sachen sehen echt ein bisschen komisch aus. Ja, wenn man das wenigstens einstellen könnte, wie hell man das Spiel haben will, aber ich glaube, das geht nicht. Ist ja Nee. Nintendo, Ja. ne? Also Sachen selbst einstellen, Spieler sind viel zu dumm dafür. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber sie haben auf jeden Fall dieses... Also bei dem HD-Remake von Wind Waker haben sie auf jeden Fall noch gemacht, dass man so kleine Flaschenposts... Post... Plural von Flaschenpost... Flaschenposten. Nein, es gibt keine Mehrzahl. Ja, also es gibt Flaschenpost. Es gibt Flaschenpost. Flaschennachrichten. Flaschennachrichten von anderen Spielern, die ihr finden könnt. So Ach, echt? Tingle-Flaschen. Ja, so Dark Souls-Prinzip. Also nicht wirklich Dark Souls-Prinzip, Wie die aber... Messages bei Dark Souls. Ja, dann schwimmt halt an deinem Strand, schwimmt dann halt eine Flasche und dann ist das irgendeine Mitteilung von irgendjemandem aus dem Miiverse und dann steht da drin, ja, viel Spaß beim Spielen oder aus einer Pimmelzeichnung. Ja, was weiß ich denn? Aber irgendwelche Leute können halt was zeichnen und was schreiben und so. Echt am Sie werden Strand? wahrscheinlich Bei irgendeiner 80% bestimmten Insel oder bei allen Inseln, wo man gerade ist? Oder das weiß ich nicht. Also sie haben es mal gezeigt, dass bei Präludien auf jeden Fall in so einem Demo-Trailer haben sie es gezeigt, dass es geht. warum Aber bekommt ich man die glaube, Dinger dann nicht direkt in seinen Briefkasten? Sind diese weil du musst es Briefkästen? finden. Nein, auf jeden Fall gibt Okay, es ja, es ist auf jeden Fall ja, es interessanter gibt halt so. dieses Flaschenpostsystem, das halt so kleine Nachrichten verstreuen können. Das Vielleicht finde den ich lustig. Spielern Fotos kannst du, glaube ich, auch da reinpacken. Du kannst jetzt mit der Also Fotobox... gibt es da nicht nur Pimmelzeichnungen, sondern auch Nein, Pimmelfotos. Fotos im Spiel. Du kannst ja Ach diese so. Fotobox. Und du kannst die jetzt auch umschalten, dass du Link fotografieren kannst. Das heißt, er hält Echt? die Fotobox und dann kannst du ihn selber fotografieren. Lol. Damit kann man ganz schön lustige Sachen machen. Was denn? Ich hab das gesehen von einem YouTuber, dass der halt, kennst du diese kleinen Stachelviecher mit dem einen Auge? Ja. Und davon hat er ganz viele an sich dran gemacht. Der ist immer in einem Raum rein und rausgegangen, rein und rausgegangen und die werden dann halt nicht ersetzt, sondern die bleiben an seinem Körper dran, aber die werden dann halt addiert. Und auf einmal hat er auch so ein Schwert geschlagen oder hat eine Wirbelattacke gemacht und dann lagen alle verteilt auf dem Boden. Das waren so viele, dass die Wii U am Ruckeln war deswegen. Und dann hat er halt diese Box genommen und hat sich damit selbst fotografiert mit seiner Armee von diesen einäugigen Viechern. Okay. Richtig cool auf jeden Fall und ist auf jeden Fall ein witziges Gadget.